so hier für das Reinsprechen oder wie ist es dann? Aber muss. Ja? Nee. Ja, schönen guten Datenjournalismus, Praxis und Perspektiven. Mein Name ist Ulrich Winchenbach, ich bin von der MFG Medien- und Filmgesellschaft. Weiterbildung, Events und Weiterbildung ist unser MFG Akademieprogramm, das hinten auch ausliegt, Diskussions- und Vernetzungsveranstaltung im Rahmen der MFG Akademie, aber auch der Auftakt zu einer kleinen Reihe, soll eine Veranstaltungsreihe sein, die wir im Vorfeld einer Konferenz organisieren, die wir dieses Jahr zum dritten Mal im Konferenz für digitale Innovation mit offenen Ansätzen. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, was hat denn Datenjournalismus mit dem zur Verfügung stellen von Open Data lebt und sozusagen offene Daten, ja, der Rohstoff sind auch für, ist das heute auch die Auftaktveranstaltung für diesen Open Mind Excellence Club. Bisschen kompliziert, viele Sachen und auch noch viel, zum einen der Deutsche Journalistenverband, der uns unterstützt hat hier in der Vorbereitung, da darf ich den Herrn Peter Welch, Vorstandsmitglied im DJV Baden-Württemberg und hat dann die Möglichkeit gleich bei seinem Deutschen Zeitschriftenverlegerverband, der die Veranstaltung mitbeworben hat. Ich glaube, da ist heute kein Film mit dem Verschwörhaus. Und hier darf ich dann jetzt gleich nachher das Wort an den Stefan Kaufmann, das Verschwörhaus noch vorstellen wird und aber auch nachher noch die Diskussion moderieren wird. So viel in dem doch nicht allzu großen Raum hier so ein Mikrofon benutze. Das hat damit zu tun, dass das Verschwörhaus es ermöglicht hat, dass wir heute ein paar, wenn Sie das twittern möchten, die Adresse lautet verschwörhaus.de/live. Dann hängen hier drüben am Schrank, können Sie also auch nutzen. Und wir haben uns gedacht, wenn hier getwittert wird, Ulm, DDJ ist ein Hashtag, der wird gerade im Datenjournalismuskreisen viel verwendet für Data Driven Journalism immer wieder und Ulm. Und ja, wenn Sie nachher Fragen stellen in der Diskussionsrunde, haben wir hier noch ein mobiles Hinweis. Ich hoffe, dass Sie da trotzdem keine Hemmungen haben, obwohl wir hier einen Livestream haben. Stellen Sie dann trotzdem Fragen mit dem Mikrofon, weil dann können die. Ich glaube, das waren die wichtigsten organisatorischen Hinweise. Ich gucke nochmal zum Stefan, ob ich was vergessen habe. Ich glaube nicht. Dann würde ich jetzt an den Stefan Kaufmann leitet, Stefan. Aber du musst eh, wenn du das Verschwörhaus vorstellst, den Rechner noch umstöpseln. Dann würde ich sagen, übergebe ich jetzt das Wort an dich. Jawohl. Beziehungsweise. Jetzt kommt Android TV, okay. Genau, jetzt haben wir das mit dem Umstecken der Rechner, dass das so schnell geht. Sehr gut. Das sollte normal funktionieren. Vorhin hat es auch funktioniert. Achso, und du hast das Headset, dann kann genau. Ich das Mikrofon. Genau, kann man das wegtun. Ja, du wolltest es nicht, dann nehme ich es halt. Ja. Wer nahe hat, also, nicht im Stream. Ich Ihnen jetzt ein Interesse für die Datenjournalismuspraxis. Die wir dann auch von den beiden Praktikern, die ich jetzt noch nicht genannt hatte, den Jan-Georg Plaff, liefern werden. Aber jetzt erstmal der Stefan Kaufmann mit dem Verschwörhaus. Dankeschön. Wer nahe nicht im Stream auftauchen kann, kann ja auch die Nebenfrage noch. Wer nahe mal für kleine Mädchen, kleine Jungs muss, einfach hier den Gang entlang und dann ist ausgeschildert. Und das findet man, glaube ich, auch wieder. Wir kennen das schon, aber es sind tatsächlich doch wieder ganz viele neue Gesichter, die ich noch nie hier gesehen habe. Deswegen Spielwiese mitten in Ulm. Und Spielwiese ist mit Absicht so gewählt, da komme ich gleich noch dazu, warum. Und mitten in Ulm ist auch mit Absicht gewählt, weil wer jetzt von außerhalb kam und herlief, der hat gesehen, wir haben ja so eine große Kirche in Ulm und wir sind hier knapp 500 Quadratmeter in ehemaligen Sparkassenräumen. Also an manchen Stellen sieht man noch Sparkassenlogos, die an Wänden kleben oder steht irgendwie Marketingabteilung. Hier drin war im ganzen Gebäudetrakt hoch, war das Callcenter, wo Leute zu irgendwelchen, das ist ein verbranntes Thema in Ulm, hätte ich gar nicht sagen sollen. Inklusive jedenfalls auch von Kundenfließfächern, die im Keller noch zu sehen waren. Mittlerweile ist fast alles abgeräumt, bis auf die linke Wand, die man hier noch sieht. Da unten entstehen gerade Werkstatträume. Wir haben jetzt die letzten, ich habe gerade vorhin drüber gesprochen, am 1. Juli letzten Jahres haben wir den Schlüssel bekommen. Das heißt, wir haben jetzt bald das Einjährige, am 6. Juli letzten Jahres haben wir die erste Aktion hier drin gemacht. Heute, wie viel ist heute eigentlich?
Mittlerweile haben wir uns eine komplette Werkstatteinrichtung so eingerichtet. Und das Ziel des Ganzen ist, eigentlich sowas zu haben wie die Hochschule für Gestaltung, die es hier in Ulm gab, für freies Wissen und ein bisschen selbstbestimmte Stadtentwicklung. Was heißt selbstbestimmte Stadtentwicklung? Man kennt normalerweise die Ansätze. Ganz viele Städte haben die letzten Jahre diesen heißen Scheiß verfolgt, nämlich Smart City. Also Smart City. Und der wirft dann Sensorik über der Stadt ab und dann wird die Stadt auf magische Weise smart. Und 2 Jahre später ist der Förderzeitraum rum, der Zeppelin zieht weiter und es bleibt nichts außer irgendwelchen Hochglanz-PowerPoint-Folien. Und stattdessen gibt es keinen wirklichen Mehrwert geschaffen. Und deswegen gibt es statt Smart City diese Bewegung, das nennt sich MSIND, das kommt aus dem Österreichischen und heißt ausgesprochen, meine Stadt ist nicht deppert. Also das ist so der Gegenentwurf, wo man sagt, ihre Stadt zu verbessern. Und da kommen wir auch gleich dazu, was das mit freiem Wissen und Digital Literacy und Datenjournalismus zu tun hat. Die Vorgeschichte geht ein paar Jahre zurück, die beginnt 2010. Da hat sich, also ganz Ulm ist Smart City, ganz Ulm, nein, eine kleine Gruppe von Studierenden an der Uni, dass gerade wird eine Straßenbahn gebaut, die ist irgendwann nächstes Jahr fertig, also 2018. Und mit dem Ende dieser Bauphase wird es dann Abfahrtsanzeigen geben, wann die Straßenbahn dann wo fährt. Jetzt sind wir aber 2010, das ist also mehrere Studierende leben, nicht alle haben so lange studiert wie ich, weit weg, wenn 2018 erst die Abfahrtsmonitore kommen. Das heißt, um die dort an der Uni anzuzeigen. Und da war die Ulmer Gruppe so mit die ersten, die mit offenen Nahverkehrsdaten überhaupt was gemacht haben. Man hat dann über die Jahre hinweg auch die Stadtwerke dazu gebracht, offene Daten bereitzustellen, was einen Mehrwert auch geschaffen hat. Das ist ein bisschen dieser Gruppe geworden. Es ging dann auch irgendwann weiter, also das ist auch so ein Filterblasenproblem, ne? Es ging weiter dann auch mal Probleme anderer Leute zu lösen. Das hier ist eine Karte, die mittlerweile leider stillgelegt ist, weil die Ausgangsdatenquelle versiegt ist. Da ging es darum, mal anzuzeigen, wo eigentlich Kindertagesstättenplätze frei sind. Kindertagesstätte im Burgunderweg hat für über 3-jährige Kinder 10 Plätze frei und für unter 3-jährige gar nichts. Und jetzt muss man wissen, wenn man frisch in die Stadt gezogen ist, wo ist eigentlich der Burgunderweg und wo bin ich in Relation zum Burgunderweg. Abzugrasen und dann eben auf einer Karte darzustellen, sind Plätze frei, sind sie nicht frei. Also ein einfaches Beispiel ist an einem Samstag entstanden, innerhalb weniger Stunden beim Open Data Day vor einigen Jahren, 2014 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Und ja, was einfach zeigt, was passieren kann, wenn man einfach Leute, die mit der Thematik in der ganzen Sache ist, das spielt sich alles in universitären Kontexten ab. Also zum einen ist es so, dass man da schon so eine eigene Problemfilterblase hat. Also die wenigsten Studierenden sind davon betroffen, selber Kindertagesstättenplätze suchen zu müssen und finden zu müssen. Es gibt einige, so dass man schon so ein bisschen Zuschnitt hat, welche Probleme man wirklich beackert. Und zum anderen war es eben auch so, wie findet man eigentlich Nachwuchs? Also wie geht man eigentlich nach so einer Bachelor-Master-Generation dran, neue Menschen an diese Daten? Mit einem Lösungsansatz, den wir da verfolgt haben in Ulm, war, dass wir Jugendhakt nach Ulm gebracht haben. Das ist ein Format, ein Programm der Open Knowledge Foundation. Das geht ein Wochenende lang von Freitag bis Sonntag. Als Studis unterwegs waren, haben wir ein Wochenende lang 60 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 aus ganz Baden-Württemberg und Bayern bei uns gehabt, die dann eben sich überlegt haben, zum Beispiel, was betrifft sie selber, sie sind Pollenallergikerin, ohne irgendwie so eine Nase zu haben. Und wenn man ein Baumkataster hat, wo drin steht, an welcher Stelle welche Art von Baum ist, und wenn man dann noch weiß, wann haben die eigentlich Pollenflug, und wenn man das dann noch verschneidet, das sind so Beispiele einfach, erstens mal, was mit Daten möglich ist, und zweitens, worauf auch Kinder und Jugendliche kommen, die ein Wochenende da sitzen und die noch nie jemand gesagt hat, das ist viel zu schwer. Dann kommen die nämlich auch drauf, sowas zu machen. Jetzt war die Frage, wie geht sowas auch in nachhaltig? Also wie gesagt, wir sind immer noch an der Uni, das ist ein 70er, 10 Minuten lang und steht dann vor diesem Labyrinth. Das heißt, wir haben da ganz viele Ausschlüsse, die wir produzieren, weil einfach Leute aus der Stadt nicht einfach so dahin finden und da teilnehmen. Obwohl wir sagen, man kann ja sagen, es ist offen, kann jeder kommen, aber wer kommt dann da auch? Ne? Also wer da, hallo, wer, der war ab und zu da, wo sitzt der da? Ne? Aber sonst niemand. Die Frage war also, wie kriegen wir das in die Stadt runter? Wir haben die Jury extra in den Raum mit den 3D-Druckern reingesteckt natürlich, ne? Dass man zeigen konnte, hier 3 3D-Drucker, also 9D kann man da drucken. Und wie kriegen wir das eigentlich runter in die Stadt rein? Das haben wir auch gemacht. Also wir haben alle Stakeholder ins Boot geholt mit Value Proposition, Blockchain, Bingo. Nee, und haben dann wirklich das Ganze auf 4 Säulen gestellt. Und der erste Batzen, der da kommt, ist eben die Stadt Ulm. Die Stadt hat 70.000 Euro bewilligt, hat Anschubfinanzierung, um eben auch ein Gebäude, das war jetzt die Frage, kann man das Gebäude sich noch sichern, bevor andere reinkommen, weil wir wollten was haben, was fußläufig Innenstadtlage mit dem ÖPNV erreichbar ist,
werden. Es gab einen zweiten Batzen, das war die Wirtschaft. Da hat sich im Juli die Initiative um Digital, aus denen sich unser WLAN-Passwort ableitet, hat sich gegründet und die sich auf die Fahnen geschrieben hat, dieses Haus finanziell zu unterstützen. Jugendmedienangebote, um junge Menschen an das Thema ranzuführen. Batzen 3 ist die Zivilgesellschaft, und die von Anfang an weniger monetär sich engagiert hat, aber mit unglaublich viel Arbeitseinsatz, die letzten Wochen irgendwie so gefühlt täglich aus Mehring bei Augsburg hierher gefahren, damit wir heute hier live streamen können, einfach weil es geil ist und weil man es kann, so nach dem Motto. Batzen 4 habe ich vergessen, das ist die Bildung, die bildet aber, die machen schon. Zustand direkt nach Einzug, wo wir noch irgendwie uns mit Bauschlüsseln in die oberen Stockwerke schleichen konnten und dort buntes Licht anbringen konnten. Und von Anfang an ging es darum, halt wirklich diesen Sparkassen-Mief, Paradies. Ganz viele dieser Schränke sind dann irgendwie verloren gegangen. Kein Mensch weiß, wo die sind, kein Mensch trauert ihnen nach. Und bis hin zu Dingen, wie das zum Beispiel unten im Tresorraum sich rausstellte, dass da Fenster da drin waren. Also man hätte dann auch in abendlicher Schweißarbeit abgebrochen werden. Wir hatten wenigstens isotonische Flüssigkeiten, um dann den Haushalt wieder aufzufüllen. Und bis hin eben auch zu den Bänken, auf denen einige sitzen. Wir haben eine Holzwerkstatt im Keller. Im Oktober, also man muss sagen, im Juli eingezogen, August, September, Oktober. Das heißt, nach 3 Monaten hatten wir schon dann, nachdem wir zuerst eher nach innen wirksam waren und die eigene Struktur aufgebaut haben, die Infrastruktur wie auch Organisationsstruktur, haben wir mit der EU CodeWeek, das ist ein EU-Programm, wo es darum geht, auch wieder, wie gesagt, junge Menschen an Coding ranzuführen, vor allem nicht vorkommen, ne? Also diejenigen, die nicht irgendwie eine Firma haben und vor allem auch diejenigen, die von Stereotypen eher betroffen sind, wo es dann heißt, Coding, das ist irgendwie was für hier Klischee anfügen. Und vor allem verzahnt war das Ganze von Anfang an durch die Interaktion eben mit der Unternehmerinitiative. Das hier ist ein Gateway für LoRaWAN oder The Things Network, das ist ein freies Sensornetzwerk. Wann immer man irgendwas mal wegfunken wollte von der grünen Wiese, wo es schwer ist, WLAN oder gar Drahtinternet hinzubekommen. Das heißt also, Wassertemperaturen im Baggersee ist so der klassische Ansatz, hat aber noch nie jemand gemacht hier in Ulm bislang. Zig Schrebergarten melden mittlerweile ihre Bodenfeuchte, wenn man die gießen muss. Und dann entwickelt, wo Unternehmen sponsern, dass hier Gateways kommen und wo die ganze Stadt sich einbringt, indem sie hier, man sieht es hier, die komplette Straße aufgerissen haben, ne, nur um uns hier das ist Straßenbahn. Was vor allem aber wichtig ist, dass wir hier jetzt einen Raum geschaffen haben. Das hier ist ein Bild von einem Workshop im Dezember, da ging es um Wikidata, das ist die strukturierte Wissensdatenbank hinter Wikipedia. Das war eine Veranstaltung, wo wir Leute aus ganz Deutschland zusammenbringen konnten, und diese Hoodies werden, also jetzt gerade nicht, weil es zu warm ist, aber nach wie vor, wenn man auf irgendeine Veranstaltung geht, wo es um Daten geht, offene Daten, sieht man Leute mit dem Ulmer Hoodie rumlaufen. Und wir konnten holen, ein ganzes Wochenende lang, gerade mit dem Fokus auf Wahldaten. Das heißt also, das trifft eigentlich genau hier dieses Thema datengetriebener Journalismus, wie kann ich eigentlich zum Beispiel automatisiert rausfinden, wie viele Follower die ganzen Politiker auf Twitter haben. Das geht dann, wenn ich eine strukturierte Wissensdatenbank wie eben Wikidata habe, wo an dem Wochenende genau dazu, wie das hier war, Tinkertank, das ist ein Angebot von der Ludwigsburger Gruppe, die halt hier aus Schrottroboter gebaut haben. Das können wir, wer nahe noch nach Abschluss der Veranstaltung da ist, kann sich das noch anschauen. Die Exponate stehen noch hier. Und vor allem aber geht es darum, Gruppen wird im wahrsten Sinne des Wortes gesponnen, weil Leute eben ein Spinnrad hier angebracht haben und das zu witzigen Seiteneffekten führt. Wenn wir halt zeitgleich eine Veranstaltung haben, wo es um Sensornetzwerke geht und zeitgleich eine Veranstaltung, wo es um das Editieren der Wikipedia geht und zeitgleich Leute hinten im Eck stehen und am Spinnrad rummachen, dann wie aufgebrochen. Und es gibt einen Dialog über die Grenzen hinweg. Also wenn Leute, die an der OpenStreetMap, an der freien Weltkarte arbeiten, auf Leute treffen, die an der Wikipedia editieren, da gibt es ganz viele Querverbindungen, die vorher nicht für möglich gehalten worden sind. Und während normalerweise man sich immer so Freiräume schafft im Sinne von, jetzt haben wir uns eine Garage, immer noch Gruppen, die sagen würden, ja, wir bräuchten eigentlich auch so eine Garage, wir bräuchten auch so einen 3D-Drucker. Und wenn ich einfach schaffe, hier all diesen Gruppen ein Heim zu bieten, ein Haus zu bieten, gibt es sehr schöne Netzwerkeffekte, die einfach dann insgesamt mehr als die Summe der Einzelteile. Das Projekt aus Stuttgart ist ja mittlerweile irgendwie, das ist schon so in aller Munde, dass schon fast ein verbranntes Wort ist, aber natürlich haben wir hier auch Feinstaubsensoren. Jan Lutz mit seiner Propagandatour war auch hier und hat uns den Feinstaubsensor überreicht. Und zuletzt eigentlich nur 2 Dinge, die man sagen kann. Also sagen, es gab ganz viele Menschen, die hier
Projektionsfläche, was das hier alles sein soll. Also vom Start-up-Center bis zu keine Ahnung was alles. Das heißt, so ein Raum muss sich eine gewisse Narrenfreiheit unbedingt behalten und zwar an alle Richtungen Anschluss schaffen, aber die Narrenfreiheit drin zu haben. Und ganz zum Schluss, es geht immer um den Zweiklang. Aaron Swartz hat vor 5 Jahren einen Text geschrieben, über den ich wieder gestolpert bin neulich. Der meinte, ja, es gibt ja auf der einen Seite diese Proponenten von freiem Wissen und Open Data und so weiter, also wo wir hier auch sagen, ja klar, mach nur alles offen und dann wird auf einmal alles journalistisch auswerten kann oder dass man da reingreifen kann, dann wird alles frei. Und er hat damals schon gemeint, das ist überhaupt nicht so. Also im Zweifelsfall ist dann halt eher so, dass man abstumpft und ermüdet und überhaupt nicht mehr nachguckt, sondern stattdessen gehört dazu eben auch eine Data Literacy zu schaffen, dass die wenigen schlecht bezahlten Journalisten, die es noch gibt, Entschuldigung, aber die sich auch wirklich die Zeit und die Mühe nehmen können, zu bereiten, dass sie Anschluss finden in der breiten Bevölkerung und dass sie auch verständlich bleiben und dass sie auch, obwohl sie irgendwie abgelutscht sind, noch irgendwie zu einem öffentlichen Diskurs führen. Und deswegen finde ich schön, dass heute wir diese Veranstaltung hier haben können. Uli, danke für uns jetzt tolle Dinge zu zeigen. Und deswegen bin ich gespannt und ich hoffe, dass wir hier ganz viele hinterher begeistert mit nach draußen schicken können, die zu diesen Data Literates gehören oder welche werden möchten. Da kommt ja auch ein Input, wie man dazu wird. Wir müssen noch einmal wieder kurz umstöpseln und ich darf jetzt ganz herzlich nochmal begrüßen den Peter Welchering, der zum einen als Freiberufler ein bisschen ins Thema Datenjournalismus, aber auch schon mit ein paar Beispielen und aber auch gleichzeitig als einer unserer Partner vertritt, nämlich den zum Vorstand gehört beim DJV und insofern auch nochmal als Mitveranstalter hier spricht. Genau, aber Peter, dann, wenn soweit das jetzt hier dran ist. Achso, wir müssen da. Da habe ich zwei Kollegen, das ist eine Kollegin und einen Kollegen auch noch hier. Da können wir dann, falls Sie mögen und über den DJV in für Journalisten ja nicht ganz einfachen Zeiten macht, hinterher reden. Die Katrin Kronin ist da, die in Baden-Württemberg lange schon auch im Vorstand mitgearbeitet hat, jetzt auf Bundesebene. Zweite Bundesvorsitzende ist und der wird Antwort stehen. Zu mir selbst, ich arbeite seit inzwischen auch schon wieder ein paar Jahren, seit 2001 habe ich mich mit 2 Kollegen selbstständig gemacht. Wir haben überwiegend Hörfunkstudios, in denen wir Projekte in Angriff nehmen, die ansonsten eigentlich kaum noch machbar sind. Das hat durchaus Vorteile geworden, weil ich nicht Taxifahrer werden konnte. Ich hatte nämlich noch keinen Führerschein. Also der Hintergrund war, ich habe bis dahin an der Uni in Bochum gesessen und Kunst, aber sehr viel Aussagenlogik und Prädikatenlogik, die dann hinterher für das, was ich im Journalismus gemacht habe, wiederum eigentlich ganz gut gepasst hat. Ja, und die Stelle wurde damals noch, konnte ich nicht. Und so bin ich dann zunächst mal im Studio Essen des WDR gelandet, ab 2003, da habe ich übrigens 2004 auch so mit dem Begriff, aber darauf kommen wir noch, gemacht. Wir haben uns nämlich angeguckt, als der Kommunalverband Ruhr eine Müllverbrennungsanlage. Also die Bochum haben gesagt, Dortmund ist prima dafür. Die Dortmund haben gesagt, Herne wäre doch. Die Herne haben gesagt, Duisburg wäre doch wunderbar und so weiter. Da haben wir uns mal angeguckt, in welchen Stadtteilen, welchen Städten wird denn der meiste Müll produziert? Und da gab es eine ziemlich spannende, ach so, ich hätte mich doch rasieren sollen. Diejenigen Stadtteile, die am meisten Müll produzierten, in denen haben die Leute auch am leisesten geschrien, also bei uns bitte diesen Ofen nicht. Einem Projekt, muss ich oben drauf drücken, glaube ich. Ne? Mit einem Projekt, das finde ich wunderbar, unterschiedlichen Posten des Bundeshaushaltes, das sind 7000 Positionen auf 1200 Seiten, aufgearbeitet und angeboten. Und da kann man immer wunderschön sehen, welche Positionen im Bundeshaushalt jetzt in Relation zu welchen anderen stehen. Das sind tatsächlich offene Daten inzwischen, damit kann man dann wunderbar arbeiten. Gerade als wir für Wehrausgaben müssen diesen Etat erhöhen, konnte man eben auch wunderbar sehen, wo sind denn die ganzen versteckten Ausgaben, die man vielleicht auch noch dazu rechnen müsste. Ne? Und das ist dann über so ein Angebot hier einfach klasse zu machen gewesen. Ich habe ein paar Thesen zum Datenjournalismus mitgebracht, bei denen bekommen die meisten Journalisten, die meisten Kolleginnen und Kollegen von mir sofort ganz fürchterliche Krämpfe. Nämlich zum einen darum, dass man das, was Menschen wollen oder was sie machen, zusammenfasst und in Beziehung setzt. Das erste Inferenzanalyse oder Big Data bekannt geworden.
die Statistik versucht, Zusammenhänge aufzuzeigen und stellt sie einfach mehr oder weniger erstmal quantitativ dar. Klar, es werden auch qualitative Fehlerrechnungen gemacht, sozusagen in einen Kontext gestellt von Inferenzanalysen. Da geht es um Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Und die laufen eigentlich alle so nach dem Motto, wer grüne Socken trägt, isst doch immer gerne Schnitzel. Und dafür braucht man dann eben Daten. Um diese beiden Dinge geht es tatsächlich in dem, was so unter Datenjournalismus verhandelt wird. Wobei ich diesen Begriff investigativer Journalismus, also ein weißer Schimmel, weil Journalisten sind immer investigativ, sonst können wir unsere Wächterfunktion nicht wahrnehmen, können wir unseren Job eigentlich an den Nagel hängen. Und Journalisten haben auch immer schon mit Daten zu tun gehabt. Auch wenn es immer mal wieder, das höre ich auch heute sehr oft, wenn ich für mal etwas Intensiveres sich befassen mit Daten werbe, um mal bestimmte Dinge abzusichern. Weil Journalisten fallen da tatsächlich häufig auf die simpelsten Dinge rein. Also so ein Beispiel. Wir hatten vor vielen Jahren ja mal eine Mehrwertsteuererhöhung von 16 Prozentpunkten auf 19 Prozentpunkte. Und dann sagte mir ein Kollege, ein Wirtschaftsjournalist, da sollte man ja voraussetzen, dass der sehr gut mit Zahlen umgehen kann. Jo, Mehrwertsteuer um 3% erhöht. Nee, rechne mal nach. 3 Prozentpunkte, aber nicht 3%. Und großes Erstaunen, wieso das denn? Und kann doch gar nicht sein. Das zeigt, glaube ich, so ein bisschen die Problematik. Tatsächlich ist Mathematik, tatsächlich ist, wenn man Statistik sagt oder Ähnliches, bei den meisten Journalisten einfach Schluss. Dann wollen die nicht mehr weitermachen. Guck mal hier, ganz gefährliche Analyse und so. Dann kann man, glaube ich, schon noch was reißen. Und das ist auch so eigentlich dann der Punkt, denke ich, der in den Diskussionen der journalistischen Community vielleicht auch besser genutzt werden sollte. Bleibt mir bloß weg mit Statistik, bleibt mir bloß weg mit Mathematik, will ich nichts mit zu tun haben. Interessiert mich alles nicht, ich bin ja Journalist geworden, weil ich schreiben will. Ne? Und auf der anderen Seite dann die Kollegen, die sagen, alles Old-Fashioned-Journalismus, was ihr bisher gemacht habt, bis 2006, packt es alles in die Kiste, vergesst es, wir erfinden jetzt das Rad völlig neu. Das war 2001 schon mal so, als diese Blase so ein bisschen gerade. Und seitdem haben wir ja fürchterlich viele Journalismen bekommen. Ne? Wir haben Online-Journalismus, wir haben Online-Sportjournalismus, wir haben Online-Kulturjournalismus, wir haben Datenjournalismus, wir haben Drohnenjournalismus. Das kann man beliebig fortsetzen. Deshalb bleibe ich einfach beim Journalismus und das, was. Und Datenjournalismus, das war auch meine erste These, ist erstmal schlicht ein Übersetzungsfehler. Denn dieses Data-Driven Journalism war zunächst mal nichts anderes als eine Recherchetechnik, indem man ganz genau drauf geht, was Journalisten in der Recherche machen, und da beantworten sie eben diese berühmten 7W-Fragen. Ne? Können wir das denn mit Daten, mit Zahlen, Daten, Fakten untermauern und können wir mit diesen Daten Zusammenhänge berechnen? Darum ging es zunächst mal. Und das haben Journalisten neu eingebracht. Daraus hat sich dann in dieser Folge ab 2007 so dieser Begriff Transition zu traditionellem Journalismus war. Deshalb auch die unglaublich harte Diskussion, wenn wir Datenjournalismus machen, ist es eben keine Recherchemethode, wurde dann diskutiert, sondern haben wir es mit einer ganz neuen Form der Darstellung, mit einer Form der interaktiven, digitalen Darstellung zu tun. Könnt ihr alles vergessen für eure konventionellen Berichte und Reportage, damit man eben diese Geschichten auch untermauern kann. Also was wir machen müssen, und dann ist mir eigentlich egal schon fast, ob man das Datenjournalismus nennt, ich nenne es einfach nur Journalismus, ist, dass wir die Geschichte, die wir aus Zahlen tatsächlich erheben können und die Fakten, die wir damit Zahlen, Hörern, Lesern, Zuschauern erzählen, und ob man das nun tatsächlich in einer klassischen Printreportage macht, ob man das in einem 4 Minuten 30 Film macht, ob man das in einem 3 Minuten 30 Hörfunkstück macht, ob man das in einer Audioslideshow macht oder ob man das in so einer interaktiven Karte macht, jeder Journalist selbst entscheiden, welche Stilform er da gerade wirklich anführt. Nur eben sowas, also ganz neu jetzt den Journalismus deshalb erfinden zu müssen, ich glaube, das ist eine übertriebene Diskussion und da sollten sich auch die Kollegen, die sehr stark so in Opposition zum klassischen Journalismus, den Datenjournalismus nach vorne gebracht haben, alte Formen des Journalismus gemacht haben, teilweise auch, weil sie einfach Angst hatten vor den Dingen, die da neu waren. Eben Angst vor Mathematik ganz oft. Die zweite These, die ich mitgebracht habe, wenn wir damit umgehen, verarbeiten wir eben Daten zu Geschichten und dabei helfen beispielsweise statistische Methoden, um nochmal nachzugucken, kann ich da wirklich sicher sein, dass ich die richtigen Leute befragt habe, dass ich genügend Leute befragt habe, dass meine Aussage jetzt repräsentativ ist. Das ist gerade ja bei solchen berühmten Sonntagsfragen, da habe ich nachher auch nochmal eine mitgebracht, immer ganz spannend, weil da können Sie im Augenblick
Partei wie die AfD zwischen 5% nicht im Bundestag und 11% schwanken lassen. Ist eine reine Frage der Fehlerrechnung und der Auswahl des Samples. Ne? Und die FDP können sie bei 6% oder wahlweise auch bei 12% irgendwo hinsetzen. Ist auch eine reine Frage der Auswahl des Samples. Von solchen zugrunde liegenden Methoden ab. Graph-Datenbanken, da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Da haben wir in einem Zweckverband, das ist so ein kommunales Gebilde, an dem die Städte Kornwestheim, Ludwigsburg und Remseck zu der Zeit beteiligt waren. Eine Ami-Siedlung wurde aufgebaut und da gab es einfach sogenannte verschwundene Gelder. Und diese verschwundenen Gelder, die sind im Wesentlichen aufgefallen, weil wir haben nämlich die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen mal genauer gelesen. Nun ist Haushaltssatzung lesen nicht unbedingt eine vergnügliche Lektüre. Und weil das so unvergnüglich ist, haben wir das Ganze in eine Graph-Datenbank, in dem Fall Neo4j, eingegeben und haben da einfach mal Beziehungen zwischen Konten, Gegenkonten und Haushaltsstellen hergestellt und dann gesehen, Mensch, einige Sachen, wo eine Buchung beim Konto war, taucht auf dem Gegenkonto nicht auf. Andere Sachen tauchen in der Haushalt-Euro gekommen, die einfach sogenannte verschwundene Gelder waren. Hat sich dann natürlich auch die Gemeindeprüfungsanstalt eingeschaltet, das ist in solchen Zusammenhängen so. Hat nochmal geprüft, rausgefunden, es gab etwas auf 54 Seiten, etwas über 101, ich glaube 101 Beanstandungen und Fehler waren es. Inzwischen ist die seitdem verschwinden da eben auch keine Gelder mehr. Visualisierungsmethoden, klar, dass man solche Sachen dann auch etwa visualisiert und zwar nicht nur Graphen mit den Knoten, dann bleibt es immer noch ziemlich unübersichtlich, sondern beispielsweise vom simplen alten Balken, von dem ich immer noch viel halte, mit Balkendiagrammen kann man immer noch eine Menge machen, wenn man denn auch die entsprechenden Dimensionen richtig wählt. Bis hin zu irgendwelchen Geschichten, die man in der Geschichte erzählen kann, mit Tools, die online verfügbar sind. Da wird wahrscheinlich der Jan Plawczyk nachher auch noch mal ein paar Beispiele sicherlich mitgebracht haben. Inferenz gehen nach, wer grüne Socken hat, ist auch gerne Schnitzel. Ist ja im Augenblick sehr, sehr beliebt, vor allen Dingen in der aktuellen sicherheitspolitischen Diskussion. Da geht es hauptsächlich darum, dass man durch Verhaltensanalyse, durch mehr Videoüberwachung, durch Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches eben Terrorist-Straftäter eigentlich auf die Idee gekommen ist, dass er sie hat. Also erinnert sehr stark an Matrix, das Sie vielleicht kennen. Ne? Es gab da ein Papier aus dem Bundesinnenministerium, da gab es ein europäisches Projekt namens INDECT. INDECT ging davon aus, dass man auf Bahnhöfen, auf Flughäfen und so weiter bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt. Und da haben die Fahrkartenautomaten Kaufe und dann eben nicht zielgerichtet zum Bahnsteig gehe, sondern zunächst zur Toilette. Nach der Toilette gehe ich zum Bahnsteig und stelle einen Rucksack ab. Dann eine terroristische Straftat zu begehen und dann muss zugeschlagen werden. Das sind lauter Zusammenhänge, die hergestellt werden auf der Grundlage von Geschichte, muss man sagen, ne? Von Verhalten, das man aufgenommen hat. Und statt hier nun einfach zu sagen, okay, hier haben wir eine Koinzidenz von bisherigen Verhalten, daraus so eine Art Naturgesetz gemacht. Wer sich so verhält, muss ein Straftäter sein. Und in Großbritannien hatten wir vor 3 Jahren die unglaublich spannende Diskussion, was machen wir denn mit solchen potenziellen Gefährdern, die dann eben als Gefährder gekennzeichnet werden. Im Augenblick wird ja Software eingeführt, hat ein großer amerikanischer Hersteller entwickelt, bei dem solche Gefährder unter Asylbewerbern erkannt werden, ne? Aufgrund des Verhaltens, der Papierlage und Ähnlichem. Und in Großbritannien haben wir zu der Zeit dann die spannende Diskussion, was machen wir mit diesen Gefährdern? Die nur anzusprechen kann doch nicht reichen. Die Todesbahn doch mal Tage, wochenweise zusammenfassen würde, wenn wir bestimmte Sicherheitslagen haben. Großes Geschrei, dann ist diese Diskussion verlagert worden. Also sie ist jetzt aus der Öffentlichkeit weg, aber sie wird eben mit ziemlich viel Hinterzimmerpolitik immer noch weitergeführt. Und da müssen wir Journalisten, wenn wir darüber berichten, glaube ich, auch wissen, was steckt denn hinter solchen Inferenzanalysen? Wie sehen denn tatsächlich die linearen Gleichungen aus, die diesen Berechnungen zugrunde liegen, die ich so nicht teile? Ja, und vor allen Dingen, was man immer wieder braucht, ne, vielleicht gesehen an diesem Beispiel, die Mehrwertsteuer wird von 16 auf 19 Prozentpunkte erhöht und die Leute sagen, aha, Erhöhung um 3%. Also wenn Journalisten dann die 4 Grundrechenarten beherrschen, dann kann man im Datenjournalismus, glaube ich, auch schon... die dritte These... Ich möchte das nicht so sehr als ein Genre des Online-Journalismus verstanden wissen, weil ich glaube nicht, außer vielleicht so eine Audio-Slideshow, dass der Online-Journalismus wirklich erheblich neue Stilformen gebracht hat. Also im Online-Journalismus haben wir das Zusammenfassen, Journalismus, Fotojournalismus. Und die werden da prima zusammengefasst, aber wirklich so eine richtig
ganz neue, innovative Stilform, die es vorher nie so gegeben hat. Bei der Audio-Slideshow bin ich bereit, darüber zu diskutieren, aber ansonsten habe ich die noch nicht gesehen. Und ich glaube, deshalb sollte man zunächst, wenn ich da ordentlich recherchiert habe und diese Methoden des Data-Driven Journalism angewandt habe, was kann ich denn dann für eine Geschichte daraus machen? Und deshalb dann auch die vierte These, folgerichtig, also der Einsatz datenjournalistischer Methoden, von dem würde ich auch sprechen, statt vom Datenjournalismus, so ganz allgemein, Printjournalisten oder ja, komischen Hörfunker oder Fernsehleute, der könnte das ja alles nicht richtig oder so, ne? Sondern das sollten wirklich alle Journalisten machen. Und ich glaube, insbesondere für Lokaljournalisten gibt es da auch auf der Grundlage von Open Data, die in vielen Städten schon zur Verfügung stehen, unglaublich gute Geschichten zu erzählen. Da müssen die nur mal rangehen. Und da trauen sich zu wenig. Datenmengen, um die zu strukturieren und eben auch um neue Beziehungsmuster und Zusammenhänge zu erkennen. Die Panama Papers sind ja Ihnen vielleicht doch noch eine Geschichte, die Sie noch erinnern. Bei den Panama Papers haben die Kollegen, die da ursprünglich am Guardian drin gearbeitet haben, nämlich Mittelalterhistoriker entwickelt haben. Die haben eine Graph-Datenbank gemacht, um mittelalterliche Registen, um Schriften endlich mal so aufzubereiten, dass man auch diese unglaublich komplizierten Herrschaftszusammenhänge in dieser Zeit einfach so ein Stück weit aufklären konnte. Und das haben die man ja überhaupt nicht mehr denken konnte, so viele waren das, ne? Und haben das eben auf genau diese Papiere angewandt. Also wenn wir von Mittelalterhistorikern da lernen können, um dann so eine Geschichte aufzuklären, wie das mit den Panama was passiert ist, ich glaube, dann machen wir was richtig. Das wären so die Thesen mit dem Journalisten, mit Adrian Holovaty. Der hat eine ganz klasse Sache gemacht. 2006 hat der nämlich gesagt, wir brauchen eigentlich im Lokaljournalismus einen ganz neuen Ansatz, wir brauchen eine Datenbank. Und in die Datenbank, da sollten wir einspeisen, tatsächlich wo, wie, warum gemacht, wie viele waren beteiligt und so weiter. Also diese 7W-Fragen alle abgearbeitet. Und das packen wir in eine Datenbank und dann können wir, wenn wir genügend Geschichten in dieser Datenbank haben, einen Zusammenhang herstellen, wenn wir neue irgendjemand will ein anderes politisches Amt haben, dann gucken wir doch mal nach, was haben wir über den in unserer 7W-Datenbank und können dann eben ganz neue Geschichten erzählen, die wir vorher so nicht hatten. Also wenn Sie so wollen, ein umfassenderes Archiv, das auch Beziehungen und Beziehungsmuster herstellen kann. Und daraus hat er dann ein Nachbarschaftsprojekt, das dann genau solche Daten zur Verfügung gestellt hat. Und das ist vor allen Dingen von den Kollegen vom Guardian dann auch so als Vorbild genommen worden, um damit zu arbeiten. Ab 2012, 2013 sickerte das dann so. Zwei Jahren hat das dann auch außer Spiegel und Zeit die Öffentlich-Rechtlichen erreicht. Die habe ich Ihnen mitgebracht, was die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk so gemacht haben. Beispielsweise Gewalt gegen Politiker, da haben die so eine interaktive Karte gemacht oder Angriffe auf Lobbyisten getroffen. Und welche Lobbyisten waren denn das? Übrigens, so ein Lobbyismusprojekt hat auch das ZDF gemacht. Das ist dann allerdings ein bisschen schief gegangen, weil ein paar Voraussetzungen nicht so gut waren. Könnte man aber nochmal aufnehmen und weiterführen. Und da kann man schon sehen, da geht es immer um Beziehungen, die aufgedeckt werden. Also mehr oder weniger um klassische Mustererkennung, mit der wir Journalisten dann diesen Einfluss so und so wahrnehmen, stecken also folgende Motive dahinter. Das muss ich dann natürlich nochmal nachrecherchieren, weil das ist zunächst mal nur ein Zusammenhang, den ich gefunden habe, den ich dann erhärten oder falsifizieren muss. Und das machen die Kollegen eben beim Bayerischen Rundfunk mit solchen Projekten. Spiegel Online hat das mal gemacht mit einer Geschichte, die haben sich die Immobilienpreise angeguckt in ganz Deutschland und haben dann gesagt, okay, wenn wir uns angucken, wie viel kriegt man denn für so ein Einfamilienhaus, Reihenhaus mit kleinem Garten in Ulm, in Stuttgart, in und haben das dann umgerechnet, wie teuer ist denn da eine Pflegestunde für bestimmte Pflegegrade, hieß damals noch Pflegestufe, und haben dann ausgerechnet, okay, wenn ich ins Alter komme und mein Häuschen habe, wie viel Pflege kann ich mir dann für mein Häuschen leisten? Das war etwa so eine Geschichte, die ist ganz gut gelaufen, weil das beschäftigt und dass wir mit unserem demografischen Wandel eben auch irgendwie lösen müssen. Also solche Karten, Kartierungsdarstellungen kommen dabei gut an. Ja, und die Schweizerische Rundfunkgesellschaft, die eben auch eine eigene Datenredaktion, die vier machen gute Jobs, klar, drei sind zu sehen, der vierte nicht, ne? Aber ich bin immer ein bisschen zwiespältig, ob ich tatsächlich jetzt eine Datenredaktion brauche, genauso wie ich immer so ein bisschen zusammenzucke, wenn Leute sagen, wir brauchen eine Investigativredaktion. Leute, die haben sich angeguckt, wenn Bilder zugespielt wurden, sind die echt oder sind die gefaked worden oder ein Video aus Syrien oder so. Ne? Ist das wirklich echt oder gibt es da Hinweise, dass die gefaked werden? Die haben als Verifikationsredakteure einen guten Job gemacht. Jetzt heißen die seit einem halben Jahr Anti-Fake, ich weiß es nicht.
Wobei, zwei Sachen, die gemacht haben, die fand ich gut. Zum einen die ganzen Planungen für Windräder in der Schweiz. Und man hat dann gesehen, in bestimmten Tälern, ist mit Wind dann doch nicht so viel. Und so ein Windrad kann man bauen, aber bringt eben doch nicht so viel Energie. Sollte man es dann bauen? War ein schöner Ergebnisse haben auch nochmal gezeigt. Gerade der öffentliche Personennahverkehr ist da eine ganz wichtige Geschichte. Hat auch dazu geführt, dass der eben nochmal auch in der Schweiz ganz anders diskutiert wird als bei uns. Weil eben nochmal nachgewiesen werden konnte, auch mit diesen Projekten und auch nochmal in den Medien einfach das Bild dann vermittelt wurde. Das sind so Geschichten, von denen können wir eine Menge lernen. Eine Geschichte, die war auch sehr schön von Zeit Online. Die haben sich nämlich mal angeguckt, wie viele Flugzeuge hat denn die Bundeswehr, wie viele Helikopter, wie viele Fregatten, wie viele Panzer der verschiedenen Typen und so weiter. Und hat geschaut, und wie viele sind denn davon einsatzbereit bei den Helikoptern. Und das führte dann zu einer netten Diskussion, was brauchen wir denn da und wie können wir da die Strukturen verändern. Ist ja eine typisch journalistische Aufgabe, auch nochmal genau solche drängenden Fragen dann aus der Kiste zu holen, aber hier eben unterlegt tatsächlich mit Daten. Übrigens, das waren keine Open, äußerst zurückhaltend. Könnte man auch als Open Data Projekt machen. Ich sehe da auch nicht die Gefahr, dass dadurch irgendwelche Sicherheitsinteressen massiv benachteiligt würden. Im Gegenteil, ich bin mir sicher, die könnte man dadurch eher noch stärken. Das Problem ist, und das ist nun mal so, damit müssen wir leben, auch Daten verarbeiten, auf denen zufälligerweise so ein Stempel steht wie vertraulich oder nur für den Dienstgebrauch oder so. Ne? Dann müssen wir uns eben auch fragen lassen von einer Staatsanwaltschaft, ist das, was du da gerade machst, denn nicht eigentlich Landesverrat? Da müssen wir gute Argumente haben und sagen, ist kein Landesverrat, weil das auf Journalisten stellen dürfen. Das ist völlig klar. Nur wir sollten gute Antworten haben. Und da können wiederum solche Daten dabei helfen. Ein Projekt nochmal, das vielleicht auch so eine kleine Definition gibt. Das war eine Geschichte, die Bundeszentrale für politische Daten, die von Regierungen vorgehalten werden, sich angeguckt und angeguckt, was wird denn wirklich daraus in Richtung Open Data geschoben, welche Projekte können daraus entstehen, haben das unglaubliche Potenzial erkannt, das dahinter liegt, und haben da eine Definition. Regierungen, Unternehmen, Richtregierungsorganisationen haben Unmengen von Daten, könnten die zu Open Data machen. Und die Journalismusform, die sich mit diesen Datensätzen beschäftigt, die wollen wir dann einfach Datenjournalismus nennen. Dann sollen wir die auch Datenjournalisten nennen. Also damit kann ich wirklich was anfangen, weil damit können wir dann auch tatsächlich richtig praktisch die Datenjournalisten so sprechen. Da haben wir ganz oben, ganz problematisch, das Portable Data Format. Da liegen die meisten Daten immer noch vor. Das heißt, um die Daten aus diesen PDF-Dateien rauszukriegen, muss man die tatsächlich extrahieren. Wobei die meisten Daten, ist so meine, das ist ein ganz irrer Aufwand häufig. Ne? Aber die anderen Daten, also die Daten, die ich zum Beispiel so von öffentlichen Stellen vor allen Dingen bekomme, überwiegend PDF. Wenn man da mal nach CSV oder anderen Formaten fragt, nee, darf gar nicht, irgendwelche Verbote oder so. Und dann müssen wir, gerade wenn ich mit Graph-Datenbanken oder solchen Sachen arbeite, brauche ich immer entweder so eine CSV-Datei, in einigen Fällen kann man auch mit dieser Seitenbeschreibungssprache Extended Markup Language arbeiten, aber da ist dann doch sehr viel Plug and Play, also wirklich Kopie nötig, und das ist im Augenblick auch noch ein ganz dickes Hindernis, denn wenn Sie dann erstmal 11 oder 12 Tage dran sitzen, aus diesen PDFs da irgendwelche anderen Datenformate zu machen und ständig irgendwas hin und her kopieren müssen dafür, dann schwindet schon so ein bisschen mehr, vor allen Dingen von europäischen Behörden, die muss man da tatsächlich loben, und von den Sparkassenorganisationen, die stellen CSV bereit zu, vielen, vielen, vielen wirtschaftlichen Fragen, eben dieses Comma-Separated Values, also das CSV-Format, das übrigens auch Excel kann, Sie können auch Excel-Dateien dann das zweitbeliebteste, aber weil es umgeswitcht werden kann, habe ich es jetzt mal an die dritte Stelle geschrieben, womit wir es dann auch noch häufig zu tun haben. Eben Dokumente in der Hypertext Markup Language oder der Extended Markup Language, also eigentlich zwei Seitenbeschreibungssprachen, die eben im Web sehr stark eingesetzt werden, die dann auch gewandelt werden müssen, oder HTML-Formaten CSV zu erzeugen. Ja, und dann ganz fürchterlich Word. Da kann man nicht so fürchterlich viel konvertieren, das ist dann auch Handarbeit. Dann eine Datei mal in JavaScript Object Notation, habe ich wirklich unglaublich selten. Die kann man natürlich auch sofort überführen und verarbeiten und dann eben mit den entsprechenden Werkzeugen daraus Erkenntnisse ziehen, Zusammenhänge herstellen, Muster erkennen und so ein paar Grundlagen anschauen. Zum Beispiel,
bei Statistiken tatsächlich gucken, wer ist denn da befragt worden, mit welchen Befragungsmethoden. Also haben die beispielsweise nur eine Festnetztelefoniebefragung gemacht, dann fallen bestimmte Probleme. Das hatte InfraTestDMAP eine Zeit lang. Die haben für die Sonntagsfrage eben Leute angerufen auf dem Festnetz und haben dann Werte bekommen, die sehr stark abgewichen sind von anderen Werten. Dann nochmal die Persistent. Gibt es da irgendwelche Ausrutscher? Kann man vielleicht verdeutlichen, ein guter Statistiker, wenn der die Aufgabe bekäme, Beweise, dass die Zahlen zwischen 1 und 10 alle Primzahlen sind. Da würde er sagen, klar, kein Problem, sind sie. Jeder, der Mathematikunterricht hatte, sagt jetzt, kann doch nicht sein. Ja, und so weiter. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, genau diese Messfehler, genau diese Wahrscheinlichkeiten nochmal zu hinterfragen, damit man dann auch wirklich zu Aussagen kommt, die einen gewissen Prognosecharakter haben. Bei der Statistik ist es klar, das sollte auch bei solchen Big-Data-Algorithmen sein, also die beispielsweise diese Inferenzalgorithmen, diese Wahrscheinlichkeitsableitung, wer Gefährder wird oder so. Ich habe hier mal eine Formel mitgebracht, die hatte die Chase Manhattan Bank entwickelt. Die Chase Manhattan Bank wollte nämlich Kunden loswerden, die kurz davor stehen, pleite zu gehen. Und da haben die eine sogenannte Risikoanalyse gemacht, vor 40 Jahren schon, ne? Vor 40 Jahren, haben die eine Risikoanalyse gemacht und diese Risikoanalyse lief nach genau dieser Formel. Das heißt, da wurde gefragt, liegen bestimmte Verhaltensweisen vor? Also wer mehr mit der Kreditkarte zahlt als früher, höheres Risiko, pleite zu gehen. Oder ein Zusammenhang, den die statistisch übrigens relativ gut fehlergerechnet nachgewiesen haben, ist, verheiratete Frauen, die ihren Schmuck selber kaufen, haben ein hohes Scheidungsrisiko und Scheidung bedeutet, die Leute gehen in die Insolvenz. Fand ich etwa auch so ein Zusammenhang. Deshalb sollte man hier ganz genau gucken, wo denn tatsächlich die Gewichtungen bei solchen Algorithmen sitzen. Also mit welchen Werten und Gewichten arbeiten die denn? Etwa eine Schufa, wenn die ihr Scoring für ihr persönliches Kreditranking oder so erhebt. Ne? Oder Dun & Bradstreet, die das dann stärker für Unternehmen. Ja, und wenn da unser Bundesjustizminister Maas mit zwei Aussagen jetzt rauskommt, er sagte nämlich gestern oder heute, ich meine, es war gestern, zum einen, Algorithmen dürfen nicht über Menschen herrschen, Menschen dürfen niemals Objekt von Algorithmen werden. Da muss ich ihm sagen, Herr Maas, guck mal da, ne? Seit 40 Jahren, Schufa und all die Scoring-Geschichten, genau das passiert. Ich meine, ich bin mit ihm einer Meinung, dürfen sie nicht werden, ne? Aber wen wird da wieder rauskommen? Und dabei kann Berichterstattung darüber helfen. Das ist auch eine Frage von datenjournalistischer Berichterstattung. Ja, und das Zweite, Algorithmen tatsächlich dann transparent zu machen, gute Sache, da muss man sich nur die Methode überlegen. Und da muss man dann ein paar Unterscheidungen ein. Wenn man eingesetzt wird, da geht es ja eigentlich nicht um Algorithmik, ne, da geht es um Heuristik, um Findekunst, weil der die nächsten Entscheidungen treffen soll. Und um Ausgangsstellungen, die dann so eine lernende Maschine in die nächsten Entscheidungen mit einbringt. Also da müssen wir ziemlich genau hingucken und da müssen Datenjournalisten auch sagen, wie diese wirklich funktioniert. Ja, und zum Schluss noch ein Beispiel. Da habe ich Ihnen den Prüfbericht mitgebracht, die allgemeine Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Und dass es diesen Prüfbericht gibt, das ist eben einer datenjournalistischen Recherche zu verdanken, weil wir uns angeguckt hatten, Einwohner auf den Gemarkungen von Ludwigsburg, Kornwestham und Remseck am Neckar, wo wir uns da angeguckt hatten, wie sehen denn da die Haushaltssatzungen aus. Das Motiv, warum wir uns das angeguckt hatten, war, wir waren total erstaunt, dass sämtliche, da sagt uns ein Jurist, ist doch ganz klar, nach 5 Jahren sind die meisten Sachen, wenn da irgendwo Mist gebaut wurde, verjährt. Dachten wir, boi, wie kriegen wir denn raus, dass da Mist gebaut wurde? Ja, meint er, da müsst ihr euch die Haushaltssatzung von Kornwestheim, Remseck, Ludwigsburg und die Rechnungen des Zweckverbandes angucken. So. Beschwerde beim Deutschen Presserat, nachdem wir das Ding veröffentlicht hatten, wurde uns abgewiesen, die Beschwerde, und wir konnten es ja belegen, datenjournalistisch sauber, oder irgendwelche juristischen Auseinandersetzungen, die da total fummelig waren. Die Stuttgarter Zeitung hat auch über die Recherche und über den Prüfbericht berichtet. Ja, und das, was wir irgendwie überführen in ein Format, das dann mit einer Graph-Datenbank, in dem Fall Neo4j 2.0, kann man übrigens kostenlos runterladen, kann ich Ihnen sehr empfehlen, mal ein bisschen mit rumzuspielen. Macht auch Spaß im Übrigen, weil man da Zusammenhänge dann entdecken kann und Neo4j ja für Graphdatenbanken relativ spielerischen Zugang hat. Also Eulersche Graphentheorie wird nicht vorausgesetzt. Und diese Haushaltssatzung, die mussten wir eben auswerten. Ne? Das ergab dann für alle, über alle 3 Städte und den Zweckverband gezogen, 38.000 Konten und Gegenkonten. Guckt man natürlich erstmal so rein und sagt, Mensch, muss man doch irgendwie kriegen. Aber nee, bei 38.000 Konten kann kein Mensch den Überblick halten.
Und egal, also ich habe auch erst funktioniert. Bei so einem Graphen bekommt man dann eine schöne visualisierte Darstellung. Wir hatten 1,4 Millionen Transaktionen, wo was hin und her geschoben wurde. Ist nicht so hoch wie bei den Panama Papers, ne? War aber für Kommunen auch schon ganz schön verschleierisch, fand ich. Dann fiel eben auf, manchmal wurden Konten und Gegenkonten nicht sauber abgerechnet, manchmal tauchten Sachen in Haushaltsstellen auf, von denen kein Mensch nachvollziehen konnte, wo kamen die denn jetzt her? Und das hat im Wesentlichen dann diese Datenbank Neo4j ergeben. Für die mussten wir natürlich erstmal ein Datenmodell anfertigen, Konten und Gegenkonten. Und zwischen den beiden gibt es Überweisungen. Also ist ganz einfach, die drei Städte finanzieren den Zweckverband. Der Zweckverband wiederum finanziert beispielsweise ein Bürgerbüro. Wenn ich einen Personalausweis beantrage, zu diesem Bürgerbüro gehe, dann macht der das für mich. Und wenn die Sachbearbeiterin in diesem Bürgerbüro einen auf. Das wird dann aber auf ein Gegenkonto gebucht, weil eine der Städte muss das ja refinanzieren. Also müssen solche Konten und Gegenkonten immer Transaktionen haben. Die haben wir genommen als Daten, als Knoten, also immer das, der Knoten Konten und Gegenkonten, darauf wird was gebucht. Dann hatten wir die Konten- und Haushaltsstellen, weil die Konten und Gegenkonten, auch die Konten, die dann teilweise abgebildet waren in banktechnischer Hinsicht, entsprachen nicht den Haushaltsstellen, sondern die wichen wiederum davon ab. Das war nochmal eine Erschwernis. Also haben wir alle Haushaltsstellen separat nochmal als eine Entität genommen. Und welche Transaktionen finden denn von Konten auf Haushaltsstellen statt? Welche Gegenkonten bedienen denn die Haushaltsstellen? Und was wird da hin und her gebucht? Und dann haben wir uns angeguckt, die Konten untereinander, haben die noch Transaktionen? Vier Entitäten, wenn so wollen, ne? Haushaltsstellen, Gegenkonten und Konten. Die drei Entitäten, das waren die Knoten, die sind in den Graphen als Knoten, von denen geht was aus, definiert worden. Und wir haben eine Beziehung gehabt, nämlich auf diese Entitäten wird immer irgendwas. Als die ganzen Daten dann endlich mal drin waren, in dem Projekt, dass tatsächlich einige 100.000 Euro gekommen. Zunächst mal die Datengewinnung, die war nicht ganz einfach, obschon solche Haushaltssatzungen und Haushaltspläne ja öffentlich sind, liegen die in der Regel nur als Papier vor. Also wir mussten zunächst einscannen. Dann tauchte die spannende Frage auf, dürfen wir das eigentlich? Denn natürlich gibt es auch bei solchen Haushaltsplänen. Wie kriegen wir die Verwertungsrechte für die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne, damit wir die in ein EDV-System überführen können, in ein IDV-System, wie das so schön heißt? Die Antwort war gar nicht. Wir dürfen die nicht in ein ADV-System überführen. Also mussten wir zu einem Trick greifen. Gescannt und in CSV sofort importiert haben. Also wir haben die gescannten Dateien nicht separat zwischengespeichert. Dann hätten wir urheberrechtlich vielleicht Schwierigkeiten gekriegt. Wir haben sofort in diese CSV-Dateien die reinen Daten rausgenommen, sodass wir also sofort extrahiert, sodass wir also nicht, sondern aus diesen Haushaltsplänen haben wir nur reine Werte rausgezogen. Das darf man. Und mit dem Trick war es dann möglich, mit CSV-Dateien weiterzuarbeiten. War dann allerdings so eine Seite gescannt war. Im Arbeitsspeicher darf die übrigens abgelegt sein, aber eben nicht auf der Festplatte. Ne? Immer, wenn so eine Seite gescannt war, dann sofort die Daten, dann Daten mit unserem Datenmodell, das ich Ihnen gerade beschrieben habe, haben wir solche Steuerungssteps. Das heißt, wir haben zunächst mal gesagt, schaffe diese Knoten, das ist dieser Create-Befehl, dann matche die Transaktionen, also guck drauf, welche Transaktionen fanden da statt, wo wurde darauf gebucht und wenn irgendwo ein Betrag auftaucht, aber und das Ganze haben wir dann eben in eine Liste ausrechnen lassen. Über eben diese eine Haushaltsstelle, die Haushaltsstellen, die sahen immer alle so aus, ne? Also fast wie Internetadresse. Das hat es ein bisschen leichter auch gemacht für die Graph-Datenbank, weil da konnten wir auf ein Internetprotokoll-Adressverwaltungstool zurückgreifen und einfach sagen, das sind jetzt, mussten das also nicht nochmal völlig neu coden. Ja, und da kamen dann eben solche Haushaltsstellen raus, bei denen die waren auf Null gestellt, aber da waren dann etwa 9.030,96 Euro abgebucht. Wohin? Oder da gab es drei große Bauträger. Wir haben dann natürlich auch sinniert über die Nähe der Verwaltung zu diesen Bauträgern. Diese drei großen Bauträger, die sollten, wie das so üblich ist, weil die da gebaut haben, für ihre Bauten Abwasseranschlussgebühren zahlen. Also wenn man ein Haus baut und dann sagt man, jetzt geht das an die Kanalisation, damit das Ganze... Das hat dann Neo4j in der Mustererkennung sozusagen rausgefunden. Diese drei großen Bauträger, die sind irgendwann in eine Datenbank zusammengefasst worden.
Und dann sagt die Verwaltung, jetzt können wir aber gar nicht mehr sagen, wer uns denn welche Gebühren schuldet. Die Bescheide für die Gebührenbescheide, jetzt wissen wir ja nicht mehr, wer uns welche Gebühren schuldet, weil wir das ja alles in einer Datei haben. Konnten wir ihnen sagen, wir können euch da helfen. Wir können nämlich mit Neo4j diese Mustererkennung auch sozusagen retrograd machen und dann habt ihr das wieder. Ne? Wollten sie aber nicht, die Hilfe wurde nicht angenommen. Ja, und das führte dann eben dazu, dass die GEMA 2011 hat. Und mein Appell an die Kollegen, die im Lokalen arbeiten, da liegen die Geschichten. Und wenn man mal einen halben Tag mit so einer Datenbank wie Neo4j spielt, bekommt man ein Gefühl dafür, was man alles mit diesen Daten machen kann und welche Geschichten man so machen kann. Okay, die eine Oberbürgermeisterin, da hat die Stadt Ludwigsburg war es, die haben gesagt, wir wollen hier ohnehin raus. Ne? Da, auf der Ebene ist nicht viel passiert. Die Staatsanwaltschaft hat auch die Ermittlungen eingestellt, weil sie gesagt haben, also so richtig böser Wille kann nicht vorgelegen haben. Die haben das ja alles gar nicht mehr geblickt. Und außerdem ist der verwehrt, ne? Weil 5 Jahre. Aber zumindest politisch. Politisch hat diese Berichterstattung, Abwicklung kommt und Steuergelder jetzt endlich auf diese Weise vernünftig verwaltet werden. Und dazu können wir Journalisten, wenn wir solche Sachen dann eben berichten, auch beitragen. Aber berichten können wir die nur, wenn wir sie rauskriegen. Und rauskriegen kann ich die nicht mehr, ohne dass ich diesen ganzen Datenwust etwa mit einer Graph-Datenbank oder mit anderen datenjournalistischen Methoden bearbeite. Ja, so viel, dass wir dann übergangslos da einfach weitermachen können. Wenn Sie nachher noch Fragen haben, können wir die... Ja, vielen Dank, Herr Welchering. Begrüßt ganz herzlich die Marie-Louise Thiemke von der Initiative Journocode. Stefan, ich glaube, wir müssen auch wieder deinen Laptop dann kurz hier anschließen, damit wir die Präsentation haben. In der Gelegenheit holen Sie sich ein Kaltgetränk. Aber jetzt kommen die spannenden Praxisbeispiele. Die Frau Thiemke ist von der TH, war es, glaube ich, Technische Hochschule TU. Dortmund, TU, ja. Technische Universität Dortmund, genau. Dort in der Initiative Journocode, diese Datenjournalismus habe ich gemacht. Datenjournalismus, genau. Hier eine studentische Initiative in dem ganzen Ausbildungsbereich. Wir haben sie auch eingeladen, weil es kam ja raus, wenn sollte, da Datenzusammenhänge, der Jan-Georg Schlawitsch. Schade, dass keiner vom VSTV da ist. Genau, aber wie gesagt, es geht jetzt nochmal um das Thema, ja, wie kann man das Thema Datenjournalismus in die Ausbildung von Journalisten hineintragen. Und als gutes Beispiel hatten wir die Initiative Journocode identifiziert und daher die Beispiele, die jetzt hier in dem Fall von den Studierenden auch angegangen werden, vorstellt. Und ich darf dann gleich, Sie benutzt das Headset, dann ziehe ich mein Mikrofon hier wieder rein und übergebe jetzt das Wort. Dankeschön. Da lachen die, ja? Achso, wir machen es ungefähr, du fängst einfach an mit dich vorstellen und so weiter. Okay, dann hallo, ich freue mich super. Genau, alles ab dem Teil. Genau, die. Okay. Ich sag Bescheid. Ja. Sie alles. We're doing it live. Ja. Ich hatte dann irgendwie nicht mehr machen, genau, wenn du es da drunter packen würdest. Perfekt. Super. Genau, ich freue mich sehr, hier sein zu können. Wie gesagt, tut mir leid, richtig gesagt, ich bin Datenjournalismusstudentin an der TU Dortmund. Ich bin also noch nicht ganz fertig mit meiner Ausbildung. Außerdem bin ich halt Mitbegründerin von Journocode und ich arbeite im Moment als Datenvolontärin im Interaktivteam der Berliner Morgenpost. Das ist auch der Grund, warum ich fliegen musste. Genau, was wahrscheinlich schon gesagt worden ist, was Datenjournalismus ist, klar, Data ist halt Journalismus mit Daten oder über Daten, ist für mich immer eine Recherchemethode und oder Darstellungsform. Kann beides sein, muss es aber nicht. Ich finde, man kann auch ganz tolle Sachen machen, indem man nur halt Datenanalyse benutzt. Man muss nicht unbedingt eine tolle visuelle Grafik, ohne da jetzt großartig was zu analysieren, geht auch. Ist aber auf jeden Fall beides und das finde ich auch wichtig. Genau, dann würde ich jetzt einmal Journocode vorstellen. Wie vollkommen richtig gesagt, ist das eine Studenteninitiative gewesen am Anfang, als ich eben angefangen habe zu studieren. Und dann haben einige Journalistikstudenten mit anderen Schwerpunkten oder ganz normal einfach Journalistik gesagt, hey cool, was du da machst, weil sie mich irgendwie programmieren gesehen haben, kannst du mir das nicht auch mal beibringen?
Und das haben dann zwei hintereinander gefragt und haben uns dann tatsächlich so im Wohnzimmer getroffen. Und dann habe ich so die ersten Sachen, die ich mir selbst beigebracht hatte oder die ich halt aus dem Studium kannte, beigebracht. Und daraus ist dann irgendwann so eine Dynamik geworden, dass jeder irgendwas selbst rausgefunden hat, sich selbst beigegeben. Und die stellen dann ihre Sachen vor, irgendwie wie man richtig Farben einsetzt, wie man richtig scraped oder so, also Daten aus Webseiten holt. Und so hat halt jeder irgendwie so ein bisschen sein Spezialgebiet. Wir haben auch einen, der sehr nichts versteht. Und das bringt er uns dann bei in einer Session. Und so haben wir uns dann wirklich einmal die Woche getroffen. Das hat 2015 angefangen. Und haben uns gedacht, wir sind ja so super toll in Englisch, ich nicht, aber gleich einfach auch alles, was wir so uns selbst beibringen, so gut es eben geht, als Tutorials online stellen. Einfach auch, damit wir, wenn wir mal nicht können, die Session nicht verpassen, sondern das nachgucken können, halt die meisten Leute verstehen. Und so ist dann eigentlich diese ganze Sache ja passiert. Angefangen eben dadurch, dass ich diesen Schwerpunkt studiert habe. Erst nicht ganz freiwillig, ich habe vorher Medizin mit Schwerpunkt Medizin zu studieren, hatte aber ja dann schon einige Chemiefächer und dann hat mein Professor gesagt, könnten Sie nicht mal irgendwie diesen neuen Schwerpunkt, den will irgendwie keiner machen, ausprobieren. Mittlerweile sind wir in meinem Semester, glaube ich, 5 und unter uns auch. Also ich war dann anscheinend sehr begeistert von diesem neuen Schwerpunkt. Das ist vielleicht echt nicht so die Idee. Und meinen Computer habe ich früher wirklich nur für sowas wie ICQ benutzt. Also überhaupt gar keine Ahnung von Programmieren. Es war aber dann halt so cool und ich war anscheinend sehr ansteckend in meiner Euphorie, dass dann einige auch gewechselt sind und jetzt sind wir doch mehrere. Genau, ich war aber die Erste, es hat nicht so ganz gepasst von der Reihenfolge. Ich hatte ein sehr, sehr schweres statistisches Fach als erstes und als zweites dann ein leichteres. Bisschen blöd, aber das, genau, da sind wir auch in Absprache mit den Professoren immer schön am Verbessern. Also das läuft. Weiterentwickelt, weil wir jetzt mittlerweile auch Workshops geben. Wir waren zum Beispiel bei der Rheinischen Post und haben da 5 Tage lang dem neuen Datenteam so ein paar Basics beigebracht, irgendwie über, wo kriege ich Daten her, wie bereinige ich die Daten, wie analysiere ich die Daten, was muss ich dafür können, was für Tools können wir zum Beispiel auch, wie visualisiere ich richtig und so weiter. Genau, und das haben wir jetzt, sind wir gerade dabei, das etwas zu professionalisieren, weil wir eben noch alle Studenten sind. Ja, muss man halt ein bisschen Arbeit reinstecken, aber das, glaube ich, wird ganz cool. Und ansonsten machen wir halt auch zum einen datenjournalistische Projekte, meistens allerdings einzelne, viele Projekte, zum Beispiel auch von meiner Kollegin Kira Schacht oder Moritz Sajons und Sophie Rutgeri haben einmal mit dem Korrektiv was zusammen veröffentlicht. Gemeinsame Projekte von uns sind hauptsächlich so Sachen wie das hier. Das ist so eine Data Journalism Toolbox. Da sammeln wir unter anderem eben so Anwendungen wie Kato oder Color Hexer, alles was einem irgendwie helfen kann bei Datenjournalismus. Es fehlt aber auch noch viel. Wir wollen da auch zum Beispiel praktische Code Libraries, also wirklich dann für Leute, die auch programmieren wollen, hochladen und man kann das halt alles so ein bisschen aufteilen nach, was will ich überhaupt machen, will ich visualisieren oder will ich Daten bereinigen. Und ein anderes Beispiel ist unser Data Journalism Dictionary, wo auch noch viele Begriffe fehlen, die halt so Sachen erklären, die gerade so in nerdigeren Datenjournalismus-Teams auch schon immer fallen. Ja, kannst du mal gucken, ob es da eine API gibt oder was sagt denn der P-Wert? Ist das überhaupt signifikant? Sowas erklären wir dann halt. Was sagt, verstehen wir, was ein P-Wert ist? Dann sollte man doch nochmal irgendwie einen Statistikprofessor fragen. Aber einfach so, dass es reicht, um mit den Leuten darüber zu reden, damit man weiß, was das bedeutet. Cool, da läuft die Zeit mit. Rede ich zu schnell eigentlich? Super. Dann würde ich nämlich, Datenteam funktionieren kann. Ich arbeite, wie gesagt, im Moment beim Interaktivteam der Berliner Morgenpost und die habe ich dann auch so ein bisschen skizziert. Jedes Datenteam arbeitet ein bisschen anders. Ich war auch beim SRF Data im Praktikum und bei Zeit Online in dem Datenteam und da hat halt jeder seinen anderen Ablauf, jeder so ein bisschen, das ist unser Team. Die Themenschwerpunkte sind halt auch immer sehr davon abhängig, was man für ein Team hat. Wir haben eben eine Teamleitung, Julius Tröger. Wir haben einen, der wirklich vollkommen beschäftigt ist mit Recherche und Journalismus. Das finde ich auch immer sehr wichtig, dass man nicht vergisst bei all dem tollen, yeah, wir programmieren, coole nur Texte schreiben, sondern wirklich auch Recherche und alles drum und dran. Dann haben wir mich so als Daten, als den Daten- und Analyse-Part. Wir haben einen Designer, der komplett
die Anwendung plant, nicht nur wie sie aussieht, sondern auch wie was funktioniert, wenn man wo drauf drückt und wie sich die Seite verschiebt. Und dann haben wir zwei Entwickler, die sich eine Stelle da sitzen, der dann halt die Umsetzung macht. Und das ist so grob unser Workflow. Also wir haben entweder erst eine Idee oder eine These oder bekommen irgendwie Daten zugespielt, das höre ich dir doch mal an. Ist also sehr austauschbar und dann diese tollen Symbole heißen immer, reden wir ganz viel darüber. Und zwar mit dem gesamten Team. Also von Anfang an ist das ganze Team dabei. Auch der Designer entscheidet, ist das Thema interessant oder nicht. Und auch der Designer kann sagen, sondern der beteiligt sich wirklich auch an dem ganzen datenjournalistischen Vorgang. Wenn wir die Daten haben und das alles funktioniert, wenn die Daten doof sind, dann stirbt die Idee oder man muss sich halt was anderes überlegen. Dann fange ich mit der anderen. Können wir die These damit überhaupt überprüfen? Oder wenn wir gar keine These haben, was könnte ich denn da anderes so Tolles drin finden? Und parallel fängt der Journalist an mit der Recherche, mit dem Fact-Checking. Vor allen Dingen, wenn ich schon ein paar Ergebnisse habe, direkt anrufen vorhaben oder ist das irgendwie Quatsch. Guckt nach zweiten Quellen, überlegt sich auch schon mal die Headline und alles mögliche, Textlänge, wen wir noch fragen werden, ob wir ein Video dazu noch machen wollen und so weiter. Und auch das ganze Social-Media-Ding dann am Ende, wie bewerben wir das richtig. Wenn ich so weit, mehr oder weniger fängt der Designer an, das ganze Projekt durchzuplanen. Und wenn das fertig ist, setzt der auch zusammen. Also er macht dann, das kommt dann ein super tolles pinkes Einhorn raus, nämlich eine Geschichte, die man halt ohne diese Datenarbeit einfach so nicht hätte erzählen können. Dadurch, dass wir eben einen Designer im Team haben, ausgeprägtes Team oder so, wie heißt das? Ja doch, irgendwie sowas. Auf jeden Fall machen wir sehr viele große Visualisierungen. Das ist, wir so ein Team haben, wird dadurch auch beeinflusst, halt, was wir für Geschichten machen und wie wir sie erzählen. Also unsere sind auf jeden Fall so gut wie immer interaktiv. Und wenn ich interaktiv jetzt mal so durchgeht, diese Blubberblase, Sprechblase, die immer drüber stand, das steht halt so ein bisschen für unser Datenmanagement oder das Arbeitsmanagement. Wir treffen uns halt jeden Morgen um 10 Uhr. Man darf auch nicht zu spät kommen, was eigentlich nicht mein Ding ist, aber ich schaffe es tatsächlich. Und da fliege ich ja nicht hin, also das ist dann wirklich meine eigene Schuld. Letzte Woche oder gestern halt gearbeitet worden ist und was wir heute machen. Wir arbeiten meistens nicht an einem Projekt nur und fangen danach das nächste an, sondern haben 2 bis 3 Projekte parallel. Und da muss dann natürlich besprochen werden, wie weit ist schon was, wann kann der Designer damit anfangen, was muss noch an den Daten geändert werden und so weiter. Haben so ein Aufgabenboard, das heißt Trello, da hat jeder so seine eigene Karte. Also da steht dann mein Name drüber und dann, wenn ich da noch irgendwas arbeiten muss, dann wird da einfach so eine Karte reingeschoben, wo dann draufsteht, Marie, guck dir doch bitte nochmal die Daten da und da an, da stimmt irgendwas nicht. Genau, damit wir halt auch so. Und dann arbeiten wir halt mit Bitbucket, nicht so sehr mit GitHub, aber das ist ja im Prinzip auch das Gleiche. So als Version-Control-System, dann lade ich das hoch in unseren Teamordner, wo halt auch gerade die Entwickler dran arbeiten und dann können die sich da die neuen Daten, die ich gerade generiert habe, direkt von rausziehen. Es geht halt schneller, als würde ich denen jedes Mal die neue Version per E-Mail schicken oder so. Die ganzen Absprachen mit der Chefredaktion zum Beispiel oder mit der Redaktion im Allgemeinen, wenn die Redaktion uns zum Beispiel im Print noch begleitet, ein Projekt oder sowas, muss das ja auch alles koordiniert werden. Und ich würde das jetzt einmal kurz zum 17, da haben wir uns nämlich die Frage gestellt, man spricht ja oft von Hochburgen, irgendwie die Hochburg der Rechten, die Hochburg der CDU und so weiter, kann man irgendwie wirklich jetzt der Zeit gewesen? Das war so unsere Ausgangsfrage. Und die zweite Frage, dann haben die Hochburgen oder die Menschen, die in diesen Hochburgen gewohnt haben oder wohnen, irgendwas gemeinsam? Liegen die vielleicht geografisch am ähnlichen Ort oder auch die CDU-Wahlrate höher? Und dann haben wir eben mit den Daten angefangen. Wir brauchten 2 Datensätze, im Prinzip nur einmal die Wahlergebnisse seit 1990 pro Gemeinden und pro Partei. Und dann halt noch soziodemografische Daten für diese Analyse, ob es irgendwelche 90 auf Gemeindeebene, die haben wir vom Bundeswahlleiter bekommen. Die gibt es meines Wissens nach, glaube ich, schon auch online, aber weil wir die auf wirklich sehr kleiner Ebene haben wollten, mussten wir die kaufen. Muss man halt auch manchmal hauptsächlich so Zensusdaten halt vom Statistikportal des Bundes oder auch vom Bundesinstitut für Bauwesen und Raumordnung. Die kann ich übrigens sehr empfehlen, die haben echt viele Daten, das ist ganz cool. Und wenn einem haben,
Genau, dann Kriminaldaten hatten wir noch vom Bundeskriminalamt. Dann habe ich mit der Analyse angefangen, beziehungsweise wir mussten erstmal darüber reden, was sind Hochburgen denn jetzt? Weil es gibt keine richtige Definition. Es ist halt so, viele Parteien, also viele Menschen halt immer die gleiche Partei gewählt haben und man hat das Gefühl, dass diese Gemeinde halt immer sicher in Hand der CDU war oder so. Und als zweiten Schritt mussten wir dann eben diese Gemeinsamkeiten finden. Und wir haben uns dann erstmal, um diese Hochburgen zu identifizieren, mussten wir uns dann, und wir haben dann einfach gesagt, wir wollen die Gemeinden finden, die pro Partei in jedem Wahljahr wirklich ein hohes Ergebnis eingespielt haben. Und hoch in dem Sinne, dass es wirklich immer ein Top-Ergebnis war in dem Jahr. Da könnte man jetzt sagen, ja, immer mindestens so und so viel Prozent der Stimmen. Wir haben uns sozusagen, das haben dann die Entwickler gemacht, ein Skript geschrieben, das über jedes Wahljahr rübergegangen ist und pro Partei Ränge verteilt hat an die Gemeinden. Also die Gemeinde, die 1990 das höchste Wahlergebnis der CDU hatte, hatte dann Rang 1. Gemeinde, auf welchem Rang war diese Gemeinde immer mindestens? Weil es gab jetzt keine einzige Gemeinde, die wirklich jedes Jahr auf Platz 1 war, also jedes Jahr die Gemeinde mit den allerhöchsten Stimmen dieser Partei. Aber es gab zum Beispiel auf Rang 5, auf Rang 12, auf Rang 3. Und das heißt, insgesamt waren die immer mindestens unter den besten 12 jedes Jahr. Und das ist ja schon wahrscheinlich eine ziemliche Parteitreue, die dann da geherrscht hat. Was nicht heißt, dass die Wähler unbedingt alle treu sind, weil Wähler ziehen ja auch um. Und wir haben dann sozusagen einfach geguckt, wenn das jetzt, wenn es keine Gemeinde gab, die besser war als hier Treuhausen, also keine Gemeinde, die noch niedriger war als immer unter den besten 12, dann war das, ist Treuhausen sozusagen die Top-Hochburg Nummer 1. Und so haben wir das dann durchnummeriert und haben dann bei 100 Gemeinden abgeschnitten. Für die Analyse und für die Visualisierung haben wir. Genau, und dann habe ich mit diesen Gemeinsamkeiten der Hochburgen finden angefangen. Korrelationen waren da völliger Quatsch, also das hat überhaupt nicht funktioniert, habe ich drauf getestet. Hat nicht funktioniert. Und deswegen, erstmal erklären, wie ich das gemacht habe. Genau, ich hatte halt eine andere Ebene und Gemeinden haben einen Gemeindeschlüssel, Kreise haben einen Kreisschlüssel, der halt vergeben wird von irgendwem, Statistischen Bundesamt wahrscheinlich. Und über diese Schlüssel konnte ich dann halt zuordnen, welche soziodemografischen Daten zu welcher Gemeinde gehören, mit welchem Wahlergebnis. Genau, und weil das mit den Korrelationen totaler Quatsch war, verglichen mit dem Mittelwert von Deutschland. Also wir haben da jetzt keine extrem krasse investigative statistische Analyse gemacht, sondern wir haben einfach jetzt nur geguckt, der Mittelwert zum Beispiel des Durchschnittsalters von allen Gemeinden, die unserer Meinung nach Top-Hochburgen der Zeit, um dann halt zu gucken, inwieweit driftet das ab. Und dann habe ich noch ein bisschen drauf getestet, ob dieser Unterschied auch groß ist oder nicht. Das allerdings nur so für uns, das haben wir nicht noch in die Analyse in den Artikel dann reingepackt. Dann hat unser Designer parallel mit meiner Analyse, als wir schon so grob wussten, Screenshot, das ist wirklich von ihm gezeichnet, in einem Programm namens Sketch, glaube ich, macht er das meistens. Und er hat sich dann halt hier überlegt, wie der Tooltip aussehen soll. Das hier ist immer irgendwie das Bundesergebnis und das ist insgesamt, das ist dann das, was draufgekommen ist hier in dieser Gemeinde, damit man halt immer sieht, oh, so viel mehr Stimmen hat die SPD da noch so Fact-Cards pro Partei, die halt so irgendwie einen Spruch hatte. Da stand jetzt zum Beispiel die CDU-CSU-Hochburgen haben einen sehr hohen Anteil an katholischen Christen. Das hat der Designer erstmal so dahingeschrieben. Bei der SPD stand, glaube ich, drunter die erst dahin, weil wir ja noch nicht fertig sind mit der Analyse. Und deswegen stimmen diese Werte hier jetzt auch noch nicht. Da steht zum Beispiel hier immer, soll dann der niedrigste Wert in ganz Deutschland stehen, also der niedrigste Wert an, und das hier ist dann halt der Durchschnitt in Deutschland und bis hierhin ist der Durchschnitt von den CDU-Hochburgen und die Zahlen stimmen jetzt, die da stehen, noch. Und dann setzen das eben die Entwickler um. Die machen den ganzen JavaScript- und HTML-Kram, der Designer macht das CSS. Das CSS macht halt, weiß ich nicht. Das. Und dann muss unser Journalist dann eben noch anfangen, den Top-Gemeinden hinterher zu telefonieren. Oh, das ist ein bisschen kaputt gegangen. Aber ich kann einfach sagen, was da stand. Also der und auch den Printartikel, weil das gleichzeitig halt im Print auch noch rausgekommen ist. Der schreibt die Share-Texte und der schreibt
das Excel irgendwie definiert sind und wir uns eine eigene Definition überlegt haben, müssen wir natürlich erklären, wie wir das gemacht haben. Also so, er ist auch so ein bisschen für unsere ganze Transparenz so zuständig. Und er hat dann tatsächlich bei einigen Gemeinden, haben sie das Gefühl, dass diese Gemeinde, wo sie da gerade sind, auch wirklich eine Hochburg ist oder haben sie das Gefühl nicht und so weiter, um halt so ein bisschen zu gucken, ob das auch passt, was wir so gemacht haben. Und das ist dann ein Teil von dem Projekt, wie es dann am Ende aussah. Also wir hatten geben konnte, wo man halt in gewissen Fällen gesehen hat, okay, ich wohne überhaupt nicht in der Hochburg. Da sind halt die Top 100 eingezeichnet, also die Top 10 sind nochmal ein bisschen leichter. Auch einfach aus dem Grund, dass die Karte sonst echt nackt gewesen wäre, weil nur, wie viele Parteien waren das? 5 oder 7 mal 100 kleinen Gemeinden, die eingefärbt worden sind. Und gleich optisch mehr Gewicht haben. Also wenn jetzt, wenn man sich hier jetzt Bremen anguckt, das halt sehr grün ist, dann denkt man vielleicht, boah, die Grünen haben viel mehr, viel größere Hochburgen als die CDU, weil es hier so klein ist. Das ist natürlich Quatsch. Aber genau dafür waren dann halt, das ist jetzt der richtige Text, C wie christlich. Dann hatten wir auch noch so den Ländlichkeitsfaktor ein bisschen, also wie viele dieser Top-Hochburgen sind Dörfer, wie viele Großstädte. Wir haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass die Grünen echt viele Uni kommen. Man sieht halt, wie viele Kirchenmitglieder es gibt. Und das ist halt, sind überdurchschnittlich viele, wie das mit den Einbrüchen aussieht und so weiter. Genau, jetzt habe ich sogar echt zu schnell geredet und ich hatte schon Angst. Ja, vielen Dank vor allen drei Referenten. Und insofern würde ich jetzt sagen, gehen wir, es war ja jetzt ein Praxisbeispiel zur Wahl und ich darf jetzt den Jan-Georg Plavitsch ankündigen, der von der Stuttgarter Zeitung oder für die Stuttgarter Zeitung. Ich bin ein großer Freund von Stuttgart. Und als Journalist tätig ist und ja, für die Stuttgarter Zeitung so ein bisschen die Daten- und Online-Projekte betreut und hier uns auch einige Beispiele. Stuttgarter und Berliner? Bitte? Der Unterschied zwischen dem Stuttgarter und dem Berliner. Dem Stuttgarter gehört eine Wohnung in Berlin. Als Ulmer darfst du das so erzählen. Und dann übergebe ich jetzt das Wort an den Jan-Georg Plavitsch. Bitte schön. Ja, super, vielen Dank. Jetzt geht die. Ich hoffe, ihr könnt alle noch ein bisschen zuhören. Wo muss ich jetzt drücken, dass es hier auf der gesamten Ding ist? Bildschirmpräsentation starten, oder? Ja. Ach so, da unten, okay. Also Berlin war auf jeden Fall schon mal schöner als Stuttgart, zumindest was die Folien angeht, weil das Weiß-Ding, ich bin nicht so der Optiker, deshalb. Wir haben da zum Glück, und das ist gleich mal das die Einführung, sage ich jetzt gleich was dazu. Also vor 4 Jahren, glaube ich, war ich schon mal in Stuttgart eingeladen. Damals habe ich vor allen Dingen gesagt, was alles nicht geht und was wir alles nicht machen bei der Stuttgarter Zeitung. Beziehungsweise in dem Fall musste man, bitte nicht falsch verstehen, musste ich sagen, was ich alles nicht mache, weil es sonst niemand gab, der Datenjournalismus gemacht hat bei der Stuttgarter Zeitung. Inzwischen kann ich ein bisschen mehr sagen, was wir machen. Und so fängt dann auch gleich die Folie an, was machen wir eigentlich. Und den muss man vorausschicken. Zunächst mal, es wurde ja viel über Organisationen auch schon gesprochen. Ganz zentral wichtig, dass man die Strukturen schafft, um Datenjournalismus zu machen. Also es gibt diese Einzelkämpfer. Ich habe jetzt kürzlich bei einer Fortbildung den Kollegen von der Heilbronner Stimme kennengelernt, den David Hilzendegen heißt der. Ich weiß nicht, ob er zuguckt, jedenfalls super Kollege, aber er hat halt einzig in der Redaktion ist, der tatsächlich in diese Richtung geht und der muss es auch alles selber machen, bis auf einen freien Programmierer, den er manchmal einkaufen kann und der große Sprung, dass im Zuge der Zusammenlegung von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, die vor ziemlich genau einem Jahr stattgefunden hat, auch ein neues Ressort geschaffen wurde, das nennt sich Multimediale Reportage und also das hat aufgebaut auf einem Print-Reportage-Ressort, dann wurde da ein Videoexperte neu eingestellt und auch ein Webentwickler und in der Zusammensetzung kann man dann auch noch nicht so fancy, weltweit beachtete Sachen wie Julius Tröger in der Berliner Morgenpost machen, aber zumindest schon ein bisschen mehr als nichts. Ich habe mir nur mal so überlegt, was war so die letzten 5, 6 Jahre, was waren denn da so die typischen Darstellungsformen, die man so hat? Also in dem ersten Datenjournalismus-Seminar, das ich 2010 oder sowas belegt habe, da war ganz viel Google Fusion Tables, guck mal, wir können schöne Karten machen, da kann man draufklicken, dann gibt es Infofenster.
Im Grunde hat sich daran, wie wir gerade eben gesehen haben, also es wurde zwar immer noch ganz wichtig in der für so Datengeschichten steckt natürlich mal mehr, mal weniger Arbeit dahinter, aber es ist auf jeden Fall eine der Formen, und da muss ich auch dem Herrn Welchering widersprechen, dass ich eine der Formen, die glaube ich auch so nur online gehen. Also wir hatten mal um die Verkehrsunfallstatistik oder sowas, die haben wir dann sozusagen aus Karto in der Stuttgarter Zeitung gedruckt. Und wir waren uns danach einig, damit kann man überhaupt nichts anfangen, weil 1101 Gemeinden, da kann man die komplette Zeitungsseite voll drucken, da kriegt man nicht so viel Informationsgehalt, wie wenn man halt so eine klassische interaktive Karte, ich klicke da halt auf meine Gemeinde und kriege dann da Zahlen angezeigt. Das geht tatsächlich nur online, glaube ich. So das Zweite, was wir jetzt gerade machen, ist aus einer Datenbank, die ich sozusagen als mega lange Tabelle habe, wie kann ich die auf den Nutzer zugeschnitten machen, das ist auch, da schließe ich auch an die Morgenpost, was die viel machen, suchen sie ihre Stadt, geben sie ihre Postleitzahl ein. Kartengeschichte, man kann es halt auch, und das versuchen wir gerade so im letzten halben Jahr verstärkt, große Datenmengen zu locken versuchen, auf denen zuschneiden und damit möglichst hoffentlich relevant für ihn sie machen. Und das dritte Ding sind halt so Freiformen, wird man gleich sehen, das kann man am Beispiel am besten zeigen. Das sind die drei datenjournalistischen Sachen, die wir machen. Was wir auch noch machen, und das spare ich aber komplett aus, das sind halt so klassische Multimedia-Reportagen, Snowfall-Kategorie mit so Luftbilder-Vergleichen, so Slider. Wie gesagt, darum soll es aber alles nicht gehen, sondern wir jetzt sind wir bei Datenjournalismus und konzentrieren uns auch genau darauf. Zunächst mal das Thema Karten. Da habe ich jetzt gerade bei eurer Karte, musste ich jetzt auch daran denken, unser BW-Atlas, mussten wir uns auch einen externen einkaufen, der uns das so schön hinprogrammiert hat und auch die Datenbank angelegt hat. Ich überlege gerade, soll ich das mal zeigen im Betrieb oder soll ich lieber reden? Was ist euch lieber? Ich habe schon die Links alle aufgerufen. Was der BW-Atlas machen soll, ist halt zum einen, dass man gucken kann, okay, wir sind jetzt hier in Ulm und der will halt mit so Heatmaps will der zeigen, wie sich das Land im Land Baden-Württemberg Dinge entwickelt haben. Also ich mache die Idee, wie hat die sich denn so in Baden-Württemberg bei den Landtagswahlen so verhalten. Und dann kann man hier mit so einem Slider, ist eigentlich alles nicht sonderlich auf fancy, aber für normale Redakteure völlig unmöglich zu programmieren. Deshalb waren wir da stolz wie Bolle drauf, letztes Jahr im Februar. Also hier sieht man es mal mit dem Slider 2006 und dann gucke ich mir mal 2011 an und dann sind wir bei der letzten Landtagswahl. Und das ist so die Idee, die man eigentlich zeigen möchte. Wir sind auch gerade dabei, aber die Idee ist immer, dass man sozusagen, und das ist halt auch Storytelling, was glaube ich so nur im Online, würde ich sagen, geht, ohne irgendwas anderes zu entwerten. Aber diese Darstellung kann man halt so interaktiv nur online machen. Ich kann jetzt dann auch klicken, Stadt Ulm, gucken wir dann hier an, wie hat denn die SPD so nochmal durch die Vergangenheit klicken. Und was wir halt da auch gemacht haben, und das ist auch so ein Klassiker im Datenjournalismus, aber tatsächlich eigentlich der mindestens genauso aufwendige Teil ist, dass wir halt uns die Extremwerte angeschaut haben, die uns aus diesen vielen Daten so angezeigt wurden. Und dann sind wir halt dadurch, dass wir eine Landeszeitung sind und eben den starken Baden-Württemberg-Fokus hat, haben wir zum Glück auch Korrespondenten vor Ort, konnten eine Stadt ist in Baden-Württemberg, konnten aber auch einen Kollegen nach Grunzheim schicken, wo die CDU irgendwie irgendwas um die 84% eingefahren hat bei der letzten Landtagswahl. 120 Einwohner, 480 Kühe oder sowas, war da natürlich auch schön. Leistung sprechen ist, dass wir zeigen konnten, dass das amtliche Wahlergebnis der Wahl 2011 leider nicht korrekt war, weil wir an Beispiel der Gemeinde Hagenau gedacht haben, die haben aber eine ordentlich hohe Wahlbeteiligung, 94%. Und haben in Hagenau mal angerufen und haben gesagt, also ihr seid ja demokratischer Musterort. Nee, wir haben keine 94%, wir hatten irgendwas um die 80 oder so. Und dann sind wir aufmerksam geworden, haben uns die Zahlen genauer angeguckt und das mit der Wahlbeteiligung wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Es kam dann raus, dass auch die Stimmen der Grünen und der FDP falsch gemeldet wurden, beziehungsweise auch dann falsch weitergegeben wurden zu Landeswahlleiter. Dieser Einspruch, dieser Hinweis verloren und in dem letztendlich auch abgedruckten amtlichen Wahlergebnis standen halt die falschen Werte drin. Also es hat zu keiner Staatskrise geführt, hätten sie uns alle mitbekommen. Letztendlich hat es aber gezeigt, dass halt dieses Kontrollsystem, was sozusagen im Nachgang von den endlich zumindest ein bisschen zu einem
zu einer Verbesserung der Demokratie beitragen. Ein zweiter Punkt ist jetzt hier so klassisch mit CartoDB. Das Tool taucht in vielen Listen auf, wo ist die Bedienbarkeit so ein bisschen umgestellt worden. Das finde ich jetzt nicht leichter als früher. Dafür kann man jetzt so ein bisschen mehr damit machen. Ist aber halt ein... Ich will gleich zurückswitchen zu... Also ist inzwischen nicht mehr ganz so intuitiv zu bedienen, wie es dafür so im Grunde habe ich da jetzt mir die Landtagswahl 2016 angeschaut und habe dann mit dem amtlichen, ich ging immer davon aus, dass es korrekt ist, amtlichen Endergebnis gerechnet und dann Grünen zusammengerechnet. Also sozusagen über die reine Darstellung einzelner Parteien hinausgehend zu gucken, wo ist denn Grün-Schwarz. Also das ist sozusagen der konservative Gürtel in Baden-Württemberg, weil die baden-württembergischen Grünen... Ja. Und dann noch weitere Berechnungen, dann war eben hier die Überschrift, wer grün-schwarz will und wer nicht. Also so konnte man quasi so ein bisschen in die Tiefe gehen. Das sind im Grunde Sachen, die, glaube ich, jetzt man mit relativ, wenn man so eine gewisse Offenheit hat für solche Themen und vor Excel keine Angst hat, Grundrechenarten beherrscht und... Ich glaube, in dem Datenjournalismus wird immer viel gesagt, ja, da macht man halt so ein bisschen, lernt man halt so ein bisschen Programmiersprachen und dann guckt man sich noch die 10 Videos an und geht nur auf die 3 Konferenzen und dann ist ja schon alles fertig. Der journalistische Alltag zeigt halt, dass es oft das alles eigentlich nicht so leicht möglich ist. Bei dem würde ich sagen, das kann man tatsächlich schaffen. Auf der Ebene, da kann man Datenjournalismus auch in der kleinsten Redaktion oder vor allem mit den geringsten Mitteln machen. Wieder hier draufklicken, gell? Ne, hier unten. Sorry. Hier, gell? Ja. Jetzt kommt der zweite Punkt, was ich gesagt habe, also dass man die Daten so ein bisschen custom für jeden, also auf den Nutzer angepasst macht. Das ist unser tatsächlich kamen die Zahlen vom Statistischen Landesamt, die da, nachdem wir ein paar Mal mit ihnen zusammengearbeitet haben, da inzwischen auch wirklich gut mit uns zusammenarbeiten und uns da viel helfen und viel machen. Also der dortige Experte für die Ehestatistik, für die amtliche Ehestatistik hat dann aufgrund der Zahlen, die er bekommt, ausgerechnet oder hat uns Zahlen gegeben, anhand derer man sagen konnte, wenn man eingibt, in welchem Landkreis man wohnt und wann man geheiratet hat, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Ehe denn dann so geschieden wird. Also ich habe selber letztes Jahr geheiratet und bei mir ist der Wert, glaube ich, bei 42%, weil ich Hochrisikogruppe, ich glaube, schlimmer war es nur, wenn ich irgendwie Ende der 90er geheiratet hätte oder sowas. Und da drumherum konnte man natürlich auch zig solche Geschichten machen. Ja, auf dem Land ist es besser und warum lassen sich Leute in den Städten scheiden, etc. Dadurch, dass diese Statistik in Baden-Württemberg ziemlich in die Tiefe geht und ziemlich weit zurück an ihrem Hochzeitstag geschlossen, was war denn der beliebteste Hochzeitstag? Ich glaube, es war der 9.9.99, meine ich. Man kann da ganz viel machen und wir hatten ursprünglich auch überlegt, wieder mit dem leuchtenden Beispiel Berliner Morgenpost, die gesagt, das wird bestimmt unser Durchbruch im deutschlandweiten, also utopisch erwiesen, weil jedes Bundesland macht das für sich und jedes mit einer anderen Methodik und wir haben dann gesagt, okay, komm, wir sind die Landeszeitung, warum sollen wir uns den Stress geben? Wir machen es einfach nur für Baden-Württemberg. noch ein Beispiel hier, Thema Sozialwohnung, Kollege und das ist jetzt ein... Vom Workflow her, da kam der Kollege, der für Immobilienfragen zuständig ist, da bestens vernetzt und der immer wieder mal interessante Geschichten zugesteckt bekommt und dann kam der und sagte, hättest du gewusst, dass jeder zweite Mieter in Stuttgart eigentlich eine Sozialwohnung bekommen könnte? In den meisten Jahren und da großer Mangel herrscht. Vor allen Dingen aber, weil anhand der Fördersatzung Baden-Württemberg tatsächlich jeder zweite Mieterhaushalt eigentlich eine Sozialwohnung bekommen könnte. Jetzt ist es nur so, dass halt pro Jahr nur so 100, vor allen Dingen halt dieses Thema Sozialwohnung, gerade in einer reichen Stadt wie Stuttgart, eigentlich so ein bisschen gern, also das, wir machen zwar immer große Berichte drüber, aber so richtig, und es gibt auch Demos, wo man allgemein sagt, ja, gegen Gentrifizierung, Wohnraum, zu teuer etc., aber so richtig auf sich selbst, da haben wir dann, das zeige ich jetzt vielleicht auch nochmal, weil ich persönlich glaube, ich nehme gerne Feedback entgegen, wenn man das besser oder anders machen sollte, aber ich glaube tatsächlich, dass man da relativ gut und auch mit diesen interaktiven Mitteln den Leuten so ein bisschen sozusagen klar machen kann, die öffentliche. So, jetzt sagen wir mal, ich bin hier ein Zwei-Personen-Haushalt, ich habe ein Jahresbruttoeinkommen von 36.000, ich weiß nicht, das ist realistisch,
probieren wir mal, sind sie förderfähig? Ja. So, und das, die Idee war sozusagen mit ganz wenigen Schritten und ganz, im Grunde relativ, kommt hier so eine ganz simple Balkengrafik. Ne? Man hat hier 209.000 Mieterhaushalte, die Hälfte davon ist förderfähig. 5.800 Wohnberechtigungsscheine werden ausgestellt. Tatsächlich, eine Sozialwohnung kann man nur beziehen, wenn man so einen Schein hat. Wirklich neu bezogen werden, soll ich ja vorhin. Und dann kommt, jetzt, erst jetzt kommt sozusagen der Text, weil wir glauben halt, okay, jetzt hat man das gesehen in sehr kurzer Zeit und jetzt kommt der Text, recherchiert vom Kollegen Sven Hahn, wo er eben das sozusagen die Problematik beschreibt. Und der Clou an dem, viel zu viele Menschen, die Wohnberechtigungsschein haben, aber wir haben nicht genügend Sozialwohnungen für dich. Deshalb wird dann abgefragt, wie ist die eigene Lebenssituation. Und dann kann man Punkte sammeln und dann muss man eine bestimmte Anzahl von Punkten sammeln. Und damit das alles sozusagen bestanden hat, kriegt er von uns gesagt, okay, du hättest tatsächlich eine Chance auf eine geförderte, günstige Sozialwohnung in Stuttgart. Jetzt komme ich noch zu dem dritten Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Das sind diese freien Formen. Jetzt kommen wir nämlich in das Tierreich zu den Störchen. Störche sind Zugtiere, das wissen wir alle. Und was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass die Max-Planck-Gesellschaft und viele andere Ornithologen diesen Störchen so Ringe an den Fuß binden, die regelmäßig durchgeben, wo ist dieser Senderstorch. Und wir haben uns dann drei rausgepickt, also in Zusammenarbeit mit denen, also die Daten, die liegen alle in einer Datenbank, movebank.org heißt es. Da kann für ganz, ganz viele solcher Senderstörche kann eben im Artmanager Beratung haben wir Ingo, Libi und Zuzu identifiziert und haben quasi im Januar angefangen zu gucken, okay, wo sind die? Gab dann so eine Live-Karte, wo man also alle zweimal am Tag schickt dieser Sender den aktuellen Aufenthaltsort. Und das haben wir dann sozusagen, diese Aufenthaltsorte haben wir verbunden. Wir gemerkt haben, okay, jetzt fliegen die langsam hier mal so Richtung Mittelmeer, so nach Osten. Haben wir dann eben in Form von einem Live-Blog, deren Weg begleitet. Da gab es Google Street View, da gab es Ornithologen, die Bilder geschickt haben. Wir haben unseren Spanien-Korrespondenten einmal auf so eine Müllkippe geschickt. Wir hatten hinten dran. Man konnte anhand dessen, wo die sich jetzt gerade aufhalten, also der eine ist irgendwie auf Öltanks rumgehangen, der andere war in irgendeinem Flussgebiet, wo 1000 andere Störche sind, da konnte man halt so ein bisschen erzählen, okay, was ist so das typische Wanderleben der Störche, wenn sie da von Spanien nach Deutschland fliegen. Inzwischen haben die alle drei erfolgreich gebrütet, hat man auch nicht gedacht. Wir haben eigentlich erwartet oder vielleicht sogar, es wäre die schönere Geschichte gewesen. Aber jetzt haben wir halt drei Geschichten von brütenden Störchen. Einer, eigentlich kommen die alle aus Baden-Württemberg, einer ist aus irgendeinem Grund nach Nordhessen geflogen. Und das Schlimmste war, dass er dort eins seiner Kinder vom Rotmilan gefressen wurde. So sieht dann die Karte aus. Also man kann es dann letztendlich auch sehr, der Kollege war dann hier in dieser Storchenkolonie in Böhring, die kennt man vor Ort. Wir haben da auch so zwei, drei Zuträger, die uns quasi ein, zweimal die Woche Updates schicken. Also man kann da richtig viel machen und es ist eigentlich auch was, wird auch demnächst einmal in der Drehscheibe so ein Werkstattbericht, wo wir das vorstellen, ist eigentlich auch was, jede Lokalzeitung berichtet über die Ankunft und Abreise der Störche und über das Storchenmagen und einen Live-Blog und diese Live-Karte erstellt. Wir haben so Karten, wo wir das bisherige Leben der Störche nachvollziehen. Also man muss jetzt nicht so viel machen, aber das ist auch wieder was, wo, ich sag mal, diese Daten sich aus dieser Movebank rauszuziehen, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Die Storchenfreunde helfen einem auch dabei und so nicht vollziehen. Jetzt komme ich noch kurz auf zwei, drei Learnings oder zwei, drei Sachen, die jetzt strukturell bei uns mir auffallen oder die ich auf die ich gern hinweisen möchte. Also wir sind eine Regionalzeitung, Fokus auf Baden-Württemberg. Das heißt, unser gesamtes Ressort ist im Grunde festgelegt darin, wenn wir sagen, lass mal nach Spanien fliegen, außer für einen Storch. Und da treffen wir mal einen, der erzählt uns eine tolle Geschichte. Wenn der keinen Baden-Württemberg-Bezug hat, dann können wir das vergessen, bringt nichts. Das heißt, das ist natürlich insofern auch ein Problem. Wir haben da, wir haben keine Whistleblower. Zu uns kommen nur wenige Leute, die grassierenden Missstände in Baden-Württemberg aufdecken, schlichtweg, weil es gar nicht so viele gibt. Und wir haben, weil natürlich in der Regionalzeitung wir nicht so, also es ist toll, dass es das Ressort Multimedia-Reportage gibt, aber es gibt halt auch wiederum nur uns, wir machen unsere Multimedia-Geschichten und der Lokalredakteur macht seine Lokalgeschichten und der Kulturredakteur macht seine Kulturgeschichten. Das heißt, es ist nicht so wahnsinnig viel Luft, eben nicht vorhandenen Investigativgeschichten mit uns zu machen. Das heißt, man muss halt gucken, mit wem arbeitet man zusammen, wer ist denn sozusagen als inhaltlicher Experte für uns der Ansprechpartner, der überhaupt Lust hat, solche multimedialen, sehr aufwendigen Geschichten auch zu machen. Genau, Zwang zur Regionalität habe ich schon gesagt.
Luftbilder machen, dann weiß jeder, aha, stimmt, die Berliner Morgenpost hat auch schon Luftbilder aus Berlin gezeigt, historische, und hat daraus einen Google Maps für 1953 oder sowas erstellt, was wir zum Beispiel nicht leisten konnten. Das heißt, man hat immer so ein bisschen, man läuft immer mit so einem schlechten Gewinn. Und dann ist natürlich noch das weitere Problem, dass man spielt halt mit seinen Sachen in einem Umfeld, das nicht zwingend auf solche ausführlichen, langen Geschichten wartet, auf die man sich auch einlassen muss. Also, also wir haben halt eine klare New Stuttgart, da stehen die, weiß ich nicht, die Verkehrsprobleme und die Feinstaubzahlen. Aber da wartet man halt jetzt nicht zwingend auf eine Multimedia-Reportage zu oberschwäbischen Störchen. Dagegen muss man sozusagen, da muss man sich durchsetzen, da muss man reinkommen in dieses Format, in News-Website. Man muss gucken, wie macht man seine Geschichten zu Geld. Ja, also wir haben nicht IVW für Pixels in. Das heißt, da wird mit den Klicks wird kein Werbegeld verdient. Das ist ein Problem, das man lösen muss. Monetarisierung wird über Klickzahlen gemessen. Wir haben teilweise sehr hohe mit einer langen Verweildauer ab. Das heißt, wir müssen irgendwie schaffen, dass man sagt, okay, bei uns sind die Klickzahlen wichtig, aber noch toller ist es, wenn die Leute unsere Geschichten mal wirklich lesen. Ja? So, und das sind alles die Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Wir sind optimistisch, dass wir das gut gelöst kriegen, aber das sind halt die Themen, die sich sicherlich... Was wir noch versuchen, also was unser, unser Prinzip ist, wie wir in diesem Umfeld versuchen, trotzdem erfolgreich zu sein, ist, dass wir halt nichts machen, was wir nur einmal einsetzen können, sondern wir versuchen, jedes Tool, das wir entwickeln, so zu entwickeln, dass man es 5, 6, wahrscheinlich jetzt der Rechner für die verbleibende Lebenserwartung, die man noch hat, und es wird wahrscheinlich auch mal ein Steuerrechner sozusagen, wie viel Steuer zahle ich eigentlich und wie viel zahlt mein Nachbar. Wir versuchen halt andere Ressourcen zu gewinnen, die uns inhaltlich Pate stehen, wo wir Platz, den sie uns einräumen, auch in der gedruckten Zeitung, um sozusagen für unsere Geschichten eine größere Wirkung zu erzielen. Wir gehen auf Kollegen zu, die Interesse haben. Wir betonen ständig, dass wir offen sind. Auch das ist total wichtig bei so Multimedia-Geschichten, dass man die Experten, dass man permanentes Lobbying nach innen und außen, habe ich schon gesagt. Und am allerwichtigsten ist schlichtweg gute Geschichten machen. Was gut ist, kann man jetzt vielleicht noch diskutieren, jetzt gleich in der Runde. Jedenfalls, wir versuchen es und würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich gerne im Nachgang bei mir meldet oder bei meiner Chefin oder wo auch immer. Jedenfalls will es. Ja, vielen Dank. Dann bitte ich jetzt alle drei Referenten nochmal nach vorne. Ich nehme den hier. Oder wir stellen sie in die Mitte tatsächlich. Da passt doch keine drei Leute drauf. Maschi, blankst du mal? So, jetzt kommt zwar langsam der Unterzucker und es hilft, glaube ich, auch nicht. Nein, passt schon. Da würde ich das Handmikrofon dazu nehmen. So, ich würde für uns hier das Funk dann eben auch für Fragen aus dem Publikum nehmen. Eine Sache ist mir vorhin aufgefallen, und zwar, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Wisst ihr noch, für die Anwesenden, das ist kein Fingerpointing gerade, ich will niemanden bloßstellen, aber ich fand das witzig, weil ich hatte damals ein Praktikum gemacht in der Redaktion und dann kam irgendwann die Frage auf, hey, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit halt so Baum runter, jedes Mal 50% und hinterher ein Achtel, 16% und so weiter. Und dann saß ich halt irgendwie so 8 aufgerissenen großen Augen gegenüber. Statistik auch dann so oft viel und um Gottes Willen, Statistik und Mathe ist ja alles furchtbar, was wir, glaube ich, alle aus der Schule immer noch mitgenommen haben. Mathe ist furchtbar und schlimm. Wie diese Werkzeuge mindestens, zumindest annähernd so gut gelitten ist in journalistischen Kreisen wie Germanistik zum Beispiel oder Germanistik ist da auch nicht gut gelitten, weil Rechtschreibung ist für viele Kollegen auch ein Problem. Ach so, okay. Ich glaube, man wäre auch so ein bisschen, ich sag mal ganz vorsichtig, der Vorwurf, den ich so in Richtung der Kollegen, die sich dann so als Datenjournalistik oder die Statistik oder die Online-Avantgarde und ihr anderen habt doch überhaupt keine Ahnung mehr. Und ich glaube, da ist ein bisschen Porzellan zerschlagen worden. Also wenn man den Stilmittel ist wie digitale Recherche, eben in diesem Fall statistischer Zusammenhang oder so, ist genauso wie ein Anruf bei Informanten oder ist genauso wie...
Also beim letzten Teil würde ich auf jeden Fall total zustimmen, weil ich finde eben, dass dieses Programmieren und die Stadtwahl muss man ja auch nicht unbedingt irgendwie, also irgendwas, was ich in Daten rausfinden kann durch eine Analyse, hätte ich vielleicht auch 10 Minuten, was man rausfinden will. Es eröffnet einem eben die Möglichkeit, mehr rauszufinden. Man muss es allerdings nicht nur als einzige Methode benutzen. Und ich glaube, werden. Nur weil es eine zusätzliche tolle Quelle sein kann, muss es nicht jeder bedienen können. Das auf gar keinen Fall. Mich musste man ein bisschen, habe dann trotzdem eben Statistik angefangen, da zu studieren. Also in meiner Ausbildung musste ich eben viele Statistikkurse machen, auch Informatikkurse. Und ich fand's, ich glaube, wenn man es halt einmal ausprobiert, auch wenn man denkt, Mathe ist doof und mit Computern kann ich nicht umgehen, kann man vielleicht merken, dass es gar nicht so schwer ist, gar nicht so. Was ist eine Mathe-Existenz? Ist es sowas wie Drittversuch? Und das ist der letzte Versuch, okay. Und sonst darfst du es nicht mehr weiter studieren. Existenz. Da finde ich spannend. Also wenn man jetzt Richtung, was wäre euer bevorzugter Weg, eigentlich zu sagen, wie kann ich mir mal die Füße nass machen und da wirklich mal niederschwellig den Einstieg und dann vielleicht auch gar nicht recht wissen, wie sie es machen sollen? Also die Angebote sind ja vielfältig. Ich würde tatsächlich in so eine Runde wie hier kommen erstmal, um mal jetzt haben wir aber und dann zu gucken, was reden die, was machen die so und dann sozusagen ganz gezielt. Die Akzeptanz für solche Sachen kriegt man ja nur da, wo man in seinem Umfeld, ich kenne es jetzt halt aus einer Redaktion heraus, also wo ich gesagt habe, okay, ich kann hier Geschichten machen. Bei mir war es in Stuttgart, wo man halt Geschichten machen, also etwas tiefer gehende Analysen des Wahlergebnisses, wo man dann so eine Google-Karte gemacht, wo sind eigentlich teilweise Fritz Kuhn nie oder so, ja. So, also mit so Geschichten kann man dann halt mal, also. Ich erinnere mich an die Karte, fällt mir gerade auf. Und ich glaube aber, dass das sozusagen zwingend auch dazu gehört, sich halt mal zumindest rudimentär auf das Technische halt einzulassen und dann zu gucken, okay, jetzt fehlt mir aber die und die Funktion und dann brauche ich die, wenn ja, wie kann ich da hinkommen? Und okay. dann Nadelstiche zu setzen in der eigenen, im eigenen Umfeld, in der eigenen Redaktion. Finde und was mir auch viel geholfen hat, war zum einen dieses eben mit Freunden zusammenlernen und dann glaube ich, dass ein ganzer Haufen, also ich glaube, wenn ich da zu jedem Meetup gehen wollen würde, müsste ich mich mehrfach klonen, also alles, was irgendwie mit Datenjournalismus oder Veranstaltungen wie Hackathons so Open Data Tage, die ja auch von Kommunen veranstaltet werden, oder OKLabs, überhaupt gar keine Ahnung von Programmieren hat, kann man da trotzdem hingehen und mit denen reden und entweder es ein bisschen lernen, was die machen, oder, und wie gesagt, diese Person braucht man einfach auch im Journalismus, man muss ja nicht zwingend die Programmierarbeit dann später machen, man kann ja auch einfach derjenige, das ist auch total wichtig, dass man einfach weiß, was möglich ist, und das lernt man ja allein dadurch, dass man mit solchen Tech-Leuten halt redet. Und das kann man bei solchen Gelegenheiten, finde ich, total gut machen. Also der Aufriss ist praktisch nochmal wirklich keinen Keil zwischen uns beiden sehen, die würde ich nicht, weil der, also wirklich auch die Erfahrung, die wir machen, zumindest bei der Stuttgarter Zeitung, ist, mit 10 Zahlen kriegt man eigentlich, die man sozusagen irgendwo hinklatscht, kriegt man niemand begeistert, auch wenn kriegt man niemand Skandal oder Missstand oder Überraschung beinhalten, müssen interpretiert werden. Und die allermeisten Leser, glaube ich, sind tatsächlich auch noch so gepolt, dass sie halt diese Idee, ich komme hier mit diesen Methoden, komme ich auf was oder komme ich auf eine Fährte, aber dann zum anderen halt auch das ganz klassische Recherchieren. Also was das angeht, ihre Alphabetisierung, was dieses Methodische angeht, schadet sicherlich nicht. Ist für eine Diskussion immer schädlich. Ne? Aber natürlich hat er recht, der Kollege Plavitsch, wenn er sagt, die Interaktivität kommt dazu. Und damit kann ich tatsächlich Leser, Hörer, Zuschauer auch nochmal wirklich reinholen. Würde ich aber trennen, wirklich attraktives Thema. Und das sollten wir auch nochmal in den Redaktionen ganz doll spielen, weil damit kann ich wirklich auch das Interesse der Leser einfach holen. Ne? Und das Zweite ist, da möchte ich mal ein bisschen widersprechen, also ich glaube, nicht mehr drum rumkommen wäre es falsch. Sie sind eigentlich nie drum rumgekommen, sie haben sich nur eine Zeit lang drum rum gemogelt. Ne? Genauso wie ein Journalist digitale Recherche machen können, eine Korrelationsberechnung, eine Fehlerberechnung, eine Inferenzanalyse und so weiter umgehen können. Und wenn er das nicht drauf hat, dann fehlt ihm ein so großer Teil der Recherchemöglichkeiten, nicht der Geschichten, aber der Recherchemöglichkeiten, dass er eben... Nicht mit Team. Nichts ist langweiliger, als wenn sich alle Panelisten einig sind. Deswegen möchte ich einladen,
Keile zwischen die. Ich habe es ja versucht. Oliver Rack, Open Government Partnership Deutschland. Ich finde, das ist ein interessanter Aspekt mit der Interaction, also mit der Interaktivität, den nochmal herauszustellen. Ja, wie soll man sagen, eine Datafication, also praktisch eine Niedrigschwelligkeit, sich mit Komplexität, wichtiges gesellschaftliches Thema, da einfach die Hürden so gut es geht, eben über diese Möglichkeiten, ja, Spaß wäre jetzt übertrieben, aber halt eben so runterzuschrauben, dass man da einfach auch nochmal das Thema der Überwältigung aufmacht, also welche Farben nimmt man für was und wie stark wirken diese und so. Aber das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, den man auch intern zu einer Legitimation herausziehen kann, abbilden kann und dass man da die Leute für gewinnen kann. Weil normalerweise, glaube ich, gibt es Themen, da würde jemand einfach drüber lesen, würde einfach nicht mitmachen und darüber vielleicht, wenn es nur empfinden. Da hinten kommt ein Beitrag. Also was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Stadt mal in Stuttgart Politikwissenschaft studiert und wir hatten ganz viel Statistik. Und ganz viele Politikstudenten sind heute Journalisten und Ausbildung sowas wie eine Weiterbildung geben auf die aktuellen Methoden. Also dass man heute nicht mehr mit SPSS arbeitet, habe ich jetzt gelernt. Einfach mal als Anregung in den Raum werfen. Also die Journalistenakademie in Stuttgart, die macht bei den Zeitschriften Volontären tatsächlich datenjournalistische Methoden mit immer sehr gutem Ergebnis. Und das Zweite, klar, es sind ziemlich viele Kollegen, die haben Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften und studiert. Die scheinen aber alle in diesem Bereich. Also meiner Erfahrung nach wird es ein bisschen besser. Wie gesagt, ich wollte es ja erst selbst auch nicht studieren, den Schwerpunkt und dann im Studenten tatsächlich Einführung in die Statistik für Journalisten, das Fach, das ist sehr unbeliebt, also wirklich sehr, sehr, sehr unbeliebt, einfach weil alle von Anfang an sagen, wie man das halt, wird nichts, gibt eh nur 2 CP, egal. So, und das ist natürlich blöd. Das ist auch so ein bisschen was wir mit JournalCode so ein bisschen ändern wollen. Deswegen geben wir auch diese, gerade auch im Journalismus ganz oft ja auch gar nicht so extrem tiefe, extrem komplexe Statistik ist, was sich auch noch hoffentlich ändert. Aber sowas wie Korrelation, das ist ja nun wirklich nichts, bevor man einen Durchschnitt druckt oder irgendwas über Zahlen macht, schon ein bisschen wenigstens jemanden fragen sollte, der sich damit auskennt, weil da passieren auch echt viele Fehler und das darf eigentlich echt nicht passieren. 250 Redakteure bei uns im Haus, ich würde sagen, ohne denen ins Unrecht zu tun, mindestens 220 von denen, wenn sie Statistik hören, schüttelt sie und sie laufen weg. Ich kann vielleicht ein kleiner Teil, aber der auch sozusagen, wenn man in so Redaktionen sozialisiert wird, vielleicht erklärt es das, warum nicht mehr Leute sozusagen tatsächlich oder einige auch wörtlich bei uns im Haus, ich bin noch nicht dafür zuständig, Daten zu sammeln. Daten sammeln, die sammelt der Staat und Vertrauen da, dass das damit nicht manipuliert wird oder im Sinne von so, ja, was die amtliche Statistik liefert, das ist ja auch richtig. Und was da steht, das passt dann so. Und ich glaube, man darf sich, glaube ich, nicht zu viel, nicht selber zu viel Methodenkompetenz selber zutun in den Datenabteilungen. Also wir haben zwar ein gewisses Methodenset an der Hand, ja, aber die Verästelungen, die methodischen, ich glaube, bei vielen Kollegen kommt es auch daher, dass sie sagen, naja, also ich kann es vielleicht, sie können es vielleicht ein bisschen, im Studium habe ich mal ein bisschen mit was Falsches dann zu behaupten, ja. Sagen Sie vielleicht lieber, gut, dann halten wir uns an das Offizielle, hinterfragen sozusagen, aber nicht mit statistischen Mitteln, sondern mit Nachfragen, mit Gegenchecks, nicht schlecht ist, also sich nicht anzumaßen, dass man es eh besser kann als alle anderen, aber natürlich muss man irgendeinen Weg finden, wie man so studieren, sondern halt, dass in jeder Redaktion 30 Menschen sitzen, die Ahnung von Statistik haben und sich dann vielleicht auch mal drüber unterhalten, ob man eine Statistik so lesen kann oder so, statt sie einfach nur abzuschreiben, völlig klar. Und dann CSS müssen die aber auch noch können hinterher, offenbar, Meinung nach. Oder heißt es einfach doch ein Team bilden, Banden bilden und Team bilden? Ja. Also ich mache, wenn ich mit dem Kameramann irgendwo unterwegs bin, sagt er, wir machen das so und dann haben wir ein tolles Bild. Wenn ich unterwegs bin, dann sage ich, vielleicht so und so und brauche das Vierfache an Zeit und dann habe ich ein mittelmäßiges Bild. Und so ähnlich ist das auch, glaube ich, mit solchen, ich kann nicht Visualisierung, ne?
Ich würde wahrscheinlich überall irgendwie so knatschgrüne oder pinke oder sonstige Farben nehmen. Und da brauche ich jemanden, der mir sagt, die und die Farben und das macht das mal und ich mache das für dich. Oder so machen kann, das schadet nicht. Aber ich glaube, da hat die datenjournalistische Community auch, ja, da war sie in den letzten Jahren auch so ein bisschen selbstverliebt, ne, und ist so ein bisschen noch auch zum Schamanenverein geworden, was CSS und JavaScript und so, das waren alles so geheimnisvolle Sachen. Und wer den nicht konnte, der wurde auch nicht eingeweiht. Und erst musste man dann die Initiationsriten unter Linux machen und solche Sachen. Ne? Es besteht, wie gesagt, aus zwei tatsächlichen wirklich Print-Redakteuren, die schon immer schon Print gemacht haben, aber eigentlich nie online, die sind über 50. Wenn ich meinen beiden Kollegen, die ich jetzt aber auch gar nicht überzeugen will, aber den oder ganz vielen anderen Kollegen, wenn ich denen komme und ihnen so ein paar Fachbegriffe an den Kopf schmeiße oder davon so rede, das macht ja macht das Ganze auch nicht zugänglich. Sagen sie, oh Gott, bleib mir fern, ich schreibe lieber an meiner nächsten Reportage, ich gehe gleich mal auf den Termin. Ne? Aber die Frage ist schon richtig. Wären denn die Hohepriester des Datenjournals? Ja, mit dem streite ich mich deshalb immer, weil ich bin der Agnostiker. Es kommt mir gerade ein bisschen vor wie die diskordischen Päpste. Also diskordischer Papst wird man durch Ernennung und man kann auch nichts dagegen einwenden. Sorry, Marie. Ich wollte, glaube ich, gar nicht großartig was dazu sagen. Ach so. Ich hatte nur zugestimmt, oder was heißt zugestimmt? Ich habe nur gesagt, dass sich so gut wie jeder mit Lorenz Matz hat, der bei Twitter Lorz heißt. Okay. Ich möchte an der Stelle die Gelegenheit nutzen, was gut passt, zu Wallfahrten einzuladen, die wir regelmäßig machen. Wallfahren wir etwa monatlich bis zweimonatlich nach München, weil es dort nämlich den entsprechenden Kultusverein gibt, der dort rituelle Handlungen zelebriert, zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung oder mit dem BR Data Team. Bayern Ticket drüber. Weil in Stuttgart gibt es sowas nicht, ne? Nee. Also wir haben den vorhin schon gezeigten Jan Lutz mit seiner Open Knowledge Foundation, deren Feinstaubdaten wir jetzt im Herbst auch bei uns auf der Website, ist eine Mischung aus, wie nennt man das, Makern oder so, und Fahrradaktivisten. Aktivismus ist, glaube ich, ein Wort. Aktivismus ist ein Wort und die, sozusagen für die endet im Grunde, und das ist natürlich auch noch so ein Regenabflussrohren, wo dann die Sensoren und die Käbelchen drinstecken, mit Kabelbindern zusammengefasst. Wer möchte, kann nachher einen hier aufbauen, wir haben die Teile da. Ihr könnt dann aufbauen, das dauert. Der Punkt ist, für die Leute und ich glaube auch nicht generell für die Open Knowledge Foundation, aber für manche endet die Akt Stuttgart ja mit so einer Karte, wo Messergebnisse visualisiert werden, jetzt auch mit so Kurven und so, aber die sehen halt nicht als ihre Aufgabe, darüber sozusagen professionell und über lange Sicht hin darüber zu berichten und das zu interpretieren. Und logisch, das braucht er noch nicht wundern. Das wird aufgezeichnet, ja, das ist dir bewusst. Ja, aber das sage ich den Jan auch so, also es ist kein Problem. Damit kann man natürlich nicht als Stuttgarter Zeitung oder keine Sollbruchstelle, aber so eine kleine Bruchstelle möglicherweise, die man überspringen muss. Und wie du sagst, also Datenjournalismus-Szene in Stuttgart. Uli, wir können ja die nächste Veranstaltung mal planen. Phase kriegt man heute irgendwie gar nicht mehr hin, habe ich den Eindruck. Wir sind uns viel zu einig. Ich habe auch nicht geschafft, diese eine Anekdote noch loszuwerden. Ich habe nämlich mal nachfragen wollen bei der Polizei hier mit ihren Polizeipressemeldungen, dass man mal auswertet, wo es sind, welche Unfälle und so weiter und so fort. Und wollte das haben. Ich habe nachgefragt, kann man das nicht mit Koordinaten versehen, sonst irgendwie, die kamen zurück. Sehr geehrter Kaufmann, ich bin Beamter, kein Informatiker. Ich möchte an dieser Stelle mal einfach mal öffentlich nicht ein Stuttgarter Datenjournalist ist, das ist unser Polizeireporter, der seit 10 Jahren bei den Stuttgarter Nachrichten Polizeiberichterstattung macht, der macht nämlich genau das. Okay. Der macht seit 10 Jahren, genau gesagt, in 40 Excel-Tabellen, die er jedes Jahr sozusagen aufs Neue anlegt. Erst jetzt zum 1.1.17 haben der Online-Dokument Sinn. Und aber wie du sagst, auch das ist natürlich ein großes Problem. Also das hat ja unter unfassbarem Aufwand. So, ne? Da würde ich gerne nochmal rein in die Sache mit Feinstaub und wo der Bruch ist, wenn überhaupt ein Bruch da ist, oder halt auch den Verlagshäusern durchaus möglich sein, ins Design mit reinzugehen von einer Story. Also einfach auch, wo könnte eine Story sein und ich brauche die Daten noch dafür. Und arbeite mit, diese Daten überhaupt zu generieren. Da mit reinzugehen, das mit zu unterstützen, dafür Geld herzugeben und einfach zu schauen, wie sieht es denn bei uns in der Fläche aus. Ne? Stehen zu lassen. In Stuttgart hat man eben 2 Jahre an der Entwicklung dieses Sensors
gearbeitet. Ein Sensor ist schnell entwickelt, aber man muss viele Komponenten immer wieder an. Ist man sprachfähig politisch, wenn man es politisch nutzen will? Das ist nochmal ein echt wichtiger Aspekt. Also da steckt massiv. Messen und wir haben uns auch wissenschaftlich sehr stark damit auseinandergesetzt, beteiligen uns auch mit zehn dieser Sensoren, die wir eben zusammengebaut haben, die wir auch tatsächlich professionell kalibrieren. Aber klar, da kann Verlagshaus auch mit reingehen. Ich werde die Aufzeichnung dieses Gesprächs unseren Chefs zukommen lassen. Zu den Datenquellen, also was ich vorhin rausgehört habe aus den Vorträgen, war, dass öffentliche Stellen tatsächlich bereit sind, auch Daten bereitzustellen. Wie sieht das aus, wenn man Daten von Unternehmen haben möchte? Also sind die genauso bereit, auch ihre Daten wegzugeben? Das ist auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Also das Problem beim, was öffentliche Daten vom Bund oder so einfacher machen, ist halt entweder mit Presserecht oder mit dem Informationsfreiheitsgesetz, dass diese Sachen, also diese Informationen ja mit meinem Steuergeld sozusagen über mich gesammelt ist und mal schwieriger wie in Dortmund. Da habe ich, glaube ich, 3 Monate gebraucht und musste mich persönlich mit Leuten treffen, bis ich irgendwie so einen Datensatz endlich bekommen hatte. Unternehmen sind da echt schwierig, weil wenn die dich auch darauf hinweisen, dass man damit ja überhaupt nichts Schlimmes macht, sondern zum Beispiel einfach nur zeigen will, woher so die Dortmunder BVB-Fans, sondern vielleicht auch nur grob die Stadt oder so, aber das ist natürlich mit Arbeit verbunden. Die müssten die Daten ja dann so bereitstellen, dass dann halt nur die Stadt drin steht und die Anzahlen sogar nur. Kann auch länger dauern, je nachdem, wie sie die Daten da gespeichert haben. Und das machen Unternehmen meistens nicht. Also zum Beispiel, da ging das, da haben die gesagt, ja, voll cool, finden wir super, ich gebe euch die Daten. Oder beim Berliner Marathon, das sind ja auch keine Daten von der Stadt so direkt. Wenn so ein Unternehmen sagt nein, dann sagen die nein und dann kommt man auch eigentlich nicht mehr dran. Also statistische Landesämter, das Bundesamt, prima, das Landes- und Bundesministerium, muss man sagen. Und aus Unternehmen habe ich Daten nur über Informanten bekommen. Da muss man die vorher so auch für interne Weiterverarbeitung bearbeiten, dass eben die Quelle nicht mehr ausfindig gemacht wird. In Baden-Württemberg ist ja tatsächlich eine Baustelle, die ihr zum Glück auch bearbeitet, Uli. Also Landesamt kann ich auch sagen, läuft wunderbar für Open Data. Zuständig ist auf dem unter Open Data auf der einen Unternehmenswebsite ist, glaube ich, der Amtsverteilungsplan oder sowas und mehr findet man dort nicht. Auch mit der Behördenmentalität, so wie es die Polizei macht. Ich bin Beamter, also wie soll ich mehr tun? Ich muss es ja nicht tun, ja. Aber da kann man. Genau, also dazu würde ich auch, dem würde ich mir anschließen, das ist ein schönes Schlusswort. Es ist gerade noch der Hinweis, also das Wort Informationsfreiheitsgesetz ist gerade noch gefallen. Wir haben hier die Möglichkeit, sehr viel, aber es gibt ja Stellen, die sich da hervortun, offene Daten bereitzustellen. Und ich würde nur einladen, Informationsfreiheitsgesetz, das auch zu lernen als Mittel der Recherche, den Staat. Da hinten sitzt jemand, der auch bei Sehrgutachten und kleineanfragen.de mitgemacht hat. Also federführend gemacht hat, also um diese Recherchemethoden nochmal, da finden wir bestimmt Möglichkeiten hier im Hause was zu machen. Vielleicht gibt es dann sogar die Keimzelle für einen neuen Datenjournalismus, Schamanismus, Tempelkult. Ja, also erstmal ist es noch an das Mikrofon, dann nehme ich das. Möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen Beteiligten und ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Sie haben so einige Informationen, Tipps und Tricks mitnehmen können. Wie gesagt, findet die Open 2017 statt, zum dritten Mal unsere Konferenz zum Thema, ja, möchte ich Sie jetzt schon herzlich einladen und vorher gibt es nochmal am 4. und 17.10. in Stuttgart zweimal dieses Format, das Open Mind Excellence Club, zu Themen, die, also heute war es Open Data, gibt noch andere, in Kürze angekündigt werden und insofern bleibt mir jetzt, Sie jetzt noch zum kleinen Imbiss einzuladen, wir haben draußen ein paar belegte Brötchen. Kalte Bier ist, glaube ich, auch schon. Das müsste eigentlich schon da sein. Aber gerade steht ja bereit. Ach, okay. Und dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, würde sagen. Und wünsche Ihnen jetzt noch gute Gespräche und nachher einen guten Nachhauseweg.